Nicht das, wonach es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Was versuchst du zu begreifen? Pennys Rätsel von heute Morgen. Sie und Kutrapali kommen aus deinem Schlafzimmer. Sie ist völlig zerzaust und Raj ist nur in ein Laken gehüllt. Der einzige Hinweis, es ist nicht das, wonach es aussieht. Lass es gut sein, Sheldon. Wenn ich könnte, würde ich es. Aber ich kann's nicht, also lass ich's nicht. Also, so wie ich Penny kenne, wäre die naheliegende Lösung, dass sie Koitus hatten. Da es aber genau das ist, wonach es aussieht, können wir das ausschließen. Setzen wir uns doch unsere Denkkappe auf, einverstanden? Raj kommt aus Indien, einem tropischen Land mit dritter Welthygiene. Parasiteninfektionen sind üblich, wie von Madenwürmern. Mhm. Ein altes Diagnoseverfahren für Madenwürmer ist zu warten, bis der Patient schläft und die Würmer aus seinem Rektum kriechen, um Luft zu schnappen. Ja, ganz genau so. Penny hat offenbar Rajs Analregion auf Parasitenbefall untersucht. Oh Mann, das ist wahre Freundschaft. Sie haben miteinander geschlafen, Sherlock. Nein, du hast nicht zugehört. Sie hat gesagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. Sie hat gelogen. Oh. Na, dann sehe ich ja lächerlich aus, wenn ich die hier aufhabe. Hey. 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 Leonard, ist dir das Wissen peinlich, dass einer deiner engsten Freunde Geschlechtsverkehr mit der Frau hatte, die du einst geliebt hast, an genau der Stelle, wo du dich zum Schlafen legst? Nein, das macht mir nichts aus. Das klingt sehr nach Sarkasmus. Aber das ignoriere ich jetzt, denn ich habe ein Anliegen. Paintball. Im Besonderen das Turnier zwischen den Fakultäten am Wochenende. Wichtig ist, wenn wir als Kampfeinheit besser funktionieren wollen, dass wir eine Befehlskette einrichten müssen. Es versteht sich von selbst, dass ich rangmäßig über euch stehe, aber die Frage bleibt dennoch, um wie viel Ränge? Also, ich sehe mich selbst nicht als abgehobener Vier-Sterne-General, der hinter dem Schreibtisch im Hauptquartier hockt und mit dem Verteidigungsminister Golf spielt. Aber ich kann auch nicht Sergeant Cooper sein, weil euch das dazu verleitet, mich als euresgleichen anzusehen. Denkt in Ruhe darüber nach. Weitermachen. Was stimmt eigentlich nicht mit ja, dir? Ja, wie konntest du das Was tun? Was geht das dich an? Er hat nun mal recht. Ja klar, du bist nur eifersüchtig, dass ich bei Penny Nummer 2 bin nach Leonard. Hey, wenn ich nicht schon längst mit Bernadette verlobt wäre, wäre ich's bestimmt gewesen. Bitte, Sheldon wäre noch vor dir dran gewesen und er hat vermutlich nicht mal Genitalien. Wieso interessiert's dich überhaupt? Du hast was mit meiner Schwester und Penny und ich sind verliebt. Was? Gentlemen, da muss ich intervenieren. Ich habe beschlossen, mein Rang ist Captain. Wenn das gut genug für Kirk, Future und Nemo ist, reicht mir das. Du bist nicht verliebt in Penny. Doch, das bin ich. Der Gott Kamadeva hat auf uns mit den blumigen Pfeilen der Liebe geschossen. Wer? Er ist die Hindu-Version von Amu, aber viel besser, denn er reitet auf dem blauen Papagei. Raj, ich bitte dich. Du verliebst dich in jede, die dich nur mal anlächelt. Letzten Monat hast du ein Gedicht über seine Verlobte verfasst. Bitte was? Blödsinn! Er redet Blödsinn! Oh, Bernadette, bitte spiel auf meiner Klarinette. Das hätte jede Bernadette sein können. Abgesehen davon, mach dir keine Sorgen, denn jetzt bin ich die dunkle Seite von Kutra Penny. Damit das klar ist, ich hab Genitalien. Sie sind funktionstüchtig und ästhetisch ansprechend. Das ist gut. Weingläser müssten einen Henkel haben. Verschaffst du dir einen Überblick über deine Alkoholmengen?
Pfiffige Idee angesichts dessen, wie flittchenhaft du wirkst, wenn du trinkst. Hast du gehört, was ich getan habe? Vor allem, mit wem du es getan hast. Oh mein Gott, ich hab echt alles vermasselt. Ich hab Lennart verletzt, ich hab Raj verletzt. Was ist nur los mit mir? Als ob ich zwei völlig verschiedene Menschen wäre. Dr. Jekyll und Mrs. Nutte. Sei mal nicht so streng zu dir selbst. Kennst du die Geschichte von Katharina der Großen? Nein. Sie regierte Russland Ende des 17. Jahrhunderts und nachts, wenn sie besonders rattig war, nutzte sie ein kompliziertes Flaschenzugsystem für eine intime Beziehung mit einem Pferd. Bitte verzeih, was hat das mit mir zu tun? Sie hatte eine vergnügliche Rammelei mit einem Tier und man nennt sie trotzdem die Große. Ich glaube, dein Ruf übersteht ein Zwischenspiel mit dem kleinen Inder. Du Arschgesicht! Was hast du Howard erzählt? Hast du ihm gesagt, dass zwischen uns was läuft? Weil er davon total überzeugt ist. Er ist völlig ausgerastet. Bitte, komm rein. Wieso nur kommst du auf sowas? Du warst immer sehr nett zu mir. Ich dachte, du magst mich vielleicht. Ich bin noch zu jedem nett. Tut mir leid. Und ob es dir leid tut. Und du wirst Howard sagen, dass zwischen uns nie etwas gewesen ist. Das werde ich. Bernadette? Was? Habe ich Chancen bei Penny? Natürlich hast du die. Du bist ein Sahneschnittchen. Jede Frau wäre glücklich, dich zu haben. Ich habe sowas schon mal gemacht. Im Kindergarten sollte ich Jason Sörensen in der Pause heiraten. Aber als meine Gruppe raus durfte, war er schon mit Chelsea Himmelfarb verlobt. Was habe ich getan? Mich kopfüber ins Klettergerüst gehängt, sodass die Jungs meinen Schlüpfer sehen konnten. Mach dir keine Vorwürfe. Wenn dein präfrontaler Kortex dich nicht glücklich macht, belohnt sexuelle Freizügigkeit dich mit dem nötigen Dopamin. Wir Neurobiologen bezeichnen das als den Schlampenreflex. Weißt du was? Lass uns ausgehen. Wo wollen wir hin? Irgendwo hin, wo mich noch niemand nackt gesehen hat. Wir müssen vielleicht ein Weilchen fahren. Subtilität ist nicht gerade ihre Stärke, was? Kann ich ein paar Nächte bei dir übernachten? Wirklich? Eine Pyjama-Party für beste Freundinnen? Yeah! Ja, genau, yeah! Wir machen Popcorn, gehen nicht schlafen und du lernst meine Geheimsprache. Ob. Klingt toll. Nein, es klingt gob-rob, die Erdtop. Ja, ich pack mal meine Tasche. Nein, wirst du nicht. Du wirst packe-dab-schnapp, dab-lab-schnapp. Müssen wir wirklich diesen Tarnblödsinn tragen, um Paintball zu spielen? Wer hat das gesagt? Lennart, ich höre deine Stimme, aber ich kann dich nicht sehen. Ich bin nicht in der Stimmung, Sheldon. Oh, da bist du ja. Lennart, ich weiß, dich haben die jüngsten Ereignisse mitgenommen und ich habe hier jemanden, der dir helfen kann. Ich will jetzt nicht mit Amy... Nein, es ist nicht Amy. Hallo, Schatz. Du hast meine Mutter angerufen? Oh, Lennart, es ist nicht nötig, das Offensichtliche zu wiederholen. So ist er schon als kleines Kind gewesen. Schau mal, wie ein Schmetterling. Unerträglich. Was ist los? Was willst du? Sheldon hat mich informiert, dass du einen Aufruhr der Gefühle durchlebst und ich möchte dir helfen. Das ist ja nett. Da wären wir wieder beim Offensichtlichen. Also, was ist los? Ja, okay. Ich will nicht wieder mit Penny zusammenkommen. Das haben wir versucht, das war verrückt, es hat nicht funktioniert. Aber ich komme nicht damit klar, dass sie mit meinem Freund Raj geschlafen hat. Und dann erfahre ich, dass seine Schwester Priya, mit der ich seit 8 Monaten zusammen bin, ganz plötzlich wieder nach Indien zieht und jetzt bin ich ganz durcheinander und fühle mich allein. Ich verstehe. Hast du auch einen Rat? Ja. Immer locker bleiben. Entschuldige mal, du bist eine weltberühmte Expertin für Kindererziehung und kindliche Entwicklung und alles, was du hast, ist immer locker bleiben? Entschuldige. Immer locker bleiben, Weichei. Danke, Mutter, mir geht's viel besser. Wenn du noch weitere Hilfe von mir brauchst, meine Bücher sind erhältlich bei Amazon. Ich locke mich aus. 99,
100. Es ist wie ein Wasserfall aus flüssigem Gold. Ich bin dran. Also, ich weiß nicht, wieso ich noch in L.A. lebe. Ich habe nicht einen Schauspieljob gehabt, seit ich hergezogen bin. Am dichtesten dran war ich letzten Monat. Da kam ein Rückruf wegen einer Hämorrhoidenwerbung. Du wärst bestimmt gut als das Gesicht für Hämorrhoiden. Findest du auch, ja? Ach, am besten gehe ich zurück nach Nebraska. Nein, das könnte ich nicht zulassen. Wieso nicht? Zum ersten Mal überhaupt habe ich ein gesellschaftliches Leben und ich bin mir sicher, dass es ohne dich gleich wieder stirbt. Hi, Amy, kann ich mit Penny sprechen? Ein Gast in meinem Ausziehbett und ein Mann an meiner Tür? Könnte ich doch meinem 13-jährigen Ich sagen, es wird wirklich besser. Woher weißt du, dass ich hier bin? Es steht doch auf der Facebook-Seite. Ich bring deine Sachen schon mal ins Schlafzimmer. Ja, danke. Kein Problem. Versuch dein Höschen anzulassen, okay? Ja, hi. Was gibt's? Ich wollte fragen, ob du Freitag Zeit hast. Dann ist die 80er Jahre Nacht im Krieg. Hall and Oates, Katrina in the Waves und 3/5 von Katja Gugu. Oh, also, das ist echt süß, aber die Sache ist... Oh, da ist eine Sache. Nein, weißt du, ich war richtig betrunken und ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wir hätten nie miteinander schlafen dürfen. Sowas zerstört Freundschaften. Du kannst deine Freundschaft nicht mit Sex zerstören. Das ist, als wolltest du Eis mit Streuseln zerstören. Komm her. Jetzt hör mal zu. Ich will, dass es wieder so ist, wie es früher war. Dass wir Freunde sind, keine Streusel. Oh. Na gut. Vielen Dank. Ach. Ja. Als dein Freund möchte ich dir gerne noch sagen, dass... Wir hatten keinen Sex im herkömmlichen Sinne. Oh Gott, hast du eine bizarre indische Schweinerei mit mir gemacht? Nein, nein. Als wir uns ausgezogen hatten und im Bett waren, hast du gefragt, ob ich was zum Schutz dabei hab. Und das hattest du doch, oder? Natürlich, ich habe immer was mit. Jedenfalls... Ich hatte Probleme mit dem Überziehen und du hast versucht zu helfen und das war's dann auch schon. Also, wir haben dann gar nicht... Ich habe, es war wunderbar. Penny, bitte, bitte versprich, dass du davon niemandem etwas sagst. Natürlich verrate ich das keinem. Oh, gut. Oh. Und kann ich berichten, dass unsere Liebe so schnell ausgebrannt ist, so wie eine Kerze im Wind? Klar. Oh, gut. Und dass es auseinanderging, weil du immer sagtest, ich will Kinder von dir und ich zu sehr Rock'n'Roll bin, um mich zu binden? Nein. Und dass du nach mir keinen Weißen mehr willst? Auch das nicht. Nur die Kerzen. Ja. Cool. Also dann, Freunde. Hm. Bis demnächst. Okay. Raj, warte. Danke, dass du mein Freund bist. Penny? Mhm. Es wird wieder wunderbar. Also, das hier ist eine Google Earth-Ansicht des vor uns liegenden Kampfplatzes. Ich sehe da gar nichts. Warte kurz, es lädt noch hoch. Wann immer du soweit bist, AT&T. Okay, es geht los. Hier drin sind wir. Südlich von uns ist Professor Loomis und die Geologische Fakultät. Zufolge ihres Twitter-Tweets haben sie keinen Sonnenschutz mehr. Das bedeutet, sie können sich nur am Waldrand halten, sonst riskieren sie Melanome. Das ist unser Vorteil. Also, das heißt, wir müssen nur schnell über diesen Hügel kommen. Diese Steine anbeten im Bleichgesichter werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Los, wir rücken vor! Sekunde noch, Sheldon. Wie hast du mir nur verschweigen können, dass deine Schwester wieder zurück nach Indien geht? Er musste doch plumpe Penismetaphern für meine Verlobte verfassen.
So ein Scheiß. Das sind wunderschöne Penis-Metaphern. Wisst ihr was, Leute? Ich habe keine Lust mehr auf Paintball. Können wir nicht einfach aufhören? Von mir aus gern. Ja, einverstanden. Ja, aber ihr könnt nicht aufgeben. Das ist ein Fall fürs Kriegsgericht. Das wird bestraft mit dem... Ihr könnt nicht aufgeben. Tut mir leid, Sheldon. Das ist jetzt keine gute Zeit, um zu spielen. Das ist nur ein Spiel für dich? War die Schlacht von Marathon nur ein Spiel? War die Plünderung von Rom nur ein Spiel? Ja, nein und nein. Wartet! Ich möchte nur, dass ihr alle wisst, dass ich euch vergebe. Diese Meuterei ist nicht eure Schuld, sondern meine. Ich verdiene dieses Abzeichen nicht. Auch wenn das, was mir an Führungsstärke fehlt, meine Nähkünste wieder wettmachen. Lass es gut sein, Sheldon. Ich spendiere dir einen Bananenshake auf dem Heimweg. Nein! Bananenshakes sind nur für Helden. Und die sind wir schon bald. Was hast du vor? Ich trete in die Fußstapfen von Kirk, Future und Nemo. Geologie ist keine richtige Wissenschaft! Verdammt, diese dreckigen Höllenhunde! Wenn es hier eine Sheldon-Kirche gibt, dann ist dies hier Grundstein. Aua! Ich will nun einen Toast ausbringen auf den Mann, dessen nobles Opfer uns heute den Sieg gebracht hat, Captain Sheldon Cooper. Auf ihn! Verzeihung, bitte. Es heißt Major Sheldon Cooper. Mit meinem letzten Atemzug habe ich mich selbst auf dem Schlachtfeld befördert. Das ist was Besonderes. Hi, habt ihr kurz Zeit? Ja klar. Okay, ich habe schon mit Raj gesprochen, aber ich wollte mich auch bei euch entschuldigen für, naja, für einfach alles. Bitte Penny, lass mich. Wir haben beschlossen, unsere verrückte, wunderbare gemeinsame Nacht als eine dieser traumhaften Erinnerungen zu behalten, an die man denkt, wenn man deprimiert ist oder unter der Dusche steht. Hey, was soll das hier, du Frühstarter? Entschuldige, red weiter. Jedenfalls wollte ich euch sagen, dass ich meine derzeitige Situation gründlich überdacht habe und ich komme zu dem Schluss, dass ich mir nichts mehr vormachen muss. Ich habe als Schauspielerin versagt. Aus diesem Grund kehre ich nach Nebraska zurück. Du verlässt uns? Ja. Was machst du denn in Nebraska? Keine Ahnung, Schauspielunterrichten oder so. Entschuldigt, Sekunde. Hallo? Penny. Penny, warte. Ich hoffe, du machst das nicht wegen der Sache zwischen uns, denn ich habe eine Freundin und, Psst, und du bist wieder Single. Meiner kennt. Was, ehrlich? Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht wirklich. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Danke, danke vielmals. Okay, bis dann. Ich hab den Hämorrhoiden-Werbespot. Montag geht's los. Was ist mit Nebraska? Ach, scheiß auf Nebraska. Ich bin bald ein Star. Hast du mal daran gedacht, Physik zu unterrichten? Lust auf einen Ausritt? Nein, es geht nicht, Mom. Heute nicht. Oh, Schätzchen. Machen die Hämorrhoiden wieder Ärger? Du hast ja keine Vorstellung. Oh, doch, und wie? Versuch's mit einem Klecks davon. Nach rosenduftendes Präparations-S für Frau? Hier steht das S. Für sie.
Was machst du da? Oh, Priya ruft in ein paar Minuten auf Skype an und wir haben dann ein Dinner-Date. Es ist 8 Uhr morgens in Mumbai. Wie kann sie da zu Abend essen? Na schön, von mir aus wird sie dann eben frühstücken. Alles klar, wenn wir es genau betrachten, ist ihr nicht zu Abend. Ja, man könnte es vielleicht ein Dinnerstück-Date nennen. Aber in dem Fall würdest du dich dem Spott der Gruppe aussetzen, in der Art, hey Leonard, wie war dein Dinnerstück mit Priya gestern? Ich kann da keinen Spott erkennen. Ich war noch nicht fertig. Gestern Abend früh. Sind die Kerzen aus Sojawachs? Keine Ahnung, wieso? Paraffinkerzen enthalten oft Kanzerogene. Es sei denn natürlich, du willst ein lungenkrebsförderndes Ambiente bei deinem Dinnerstück. Dinnerstück? Ich will nicht unhöflich sein, aber sie ruft jeden Moment an, also... Oh ja, Priya, Leonard. Du weißt, ich habe immer großen Wert darauf gelegt, mich nie in dein Privatleben einzumischen. Ja, das habe ich immer an dir bewundert. Und das auch ganz zu Recht, aber ich muss heute eine Ausnahme machen. Ein Glück. Priya ist wieder zurück nach Indien gegangen, um dort ihren Beruf als Juristin auszuüben. Anstatt verzweifelt zu versuchen, diese bedeutungslose interkontinentale Beziehung am Leben zu erhalten, schlage ich vor, die Zeit dafür zu nutzen, dir ein Hobby zu suchen. Ein Hobby? Ja. Ich las erst vor kurzem von einem Typen in Kansas mit einem enormen, selbstgewickelten Garnknäuel. Ich glaube, du könntest den Mann übertrumpfen. Weißt du, manche Leute meinen, dass es toll ist, unsere Beziehung über diese Entfernung aufrechtzuerhalten. Sie sagen dazu etwas wie, die Liebe ist stärker als die Kilometer zwischen euch. Wenn ich an die Macht komme, lasse ich solche Typen sterilisieren. Du chattest dauernd per Video mit Amy. Wo ist denn da der Unterschied? Magst du Amy nicht? Natürlich mag ich Amy. Na, das ist der Unterschied. Entschuldige, das ist Priya. Hi, Leonard. Hey, Schätzchen. Du fällst mir. Oh, du fehlst mir auch. Und mir fehlen die Zeiten, als deine romantischen Partnerinnen zurück in die Videothek gebracht werden mussten. Danke, dass ich hier sein darf, solange Leonard mit seiner Freundin skypt. Oh, kein Problem. Ich find's sogar ganz nett. Du liest ebenso wie ich. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wären wir wirklich wie ein altes Ehepaar, würde die Ehefrau Eistee und Kekse servieren. Ich habe weder Eistee noch Kekse da. Eine gute Ehefrau würde einkaufen gehen. Ich will die Scheidung. Gut. Ach, und wenn du zum Anwalt gehst, bring doch Tee und Kekse mit. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dein neuer Sessel. Ja, der ist echt klasse, was? Allerdings. Passt sich dem Lendenbereich an, gibt dem Steißbein Halt, balanciert den Podex aus. Das ist ein Sessel, der den Namen verdient. Welchen Namen? Sessel. Freut mich, dass er dir gefällt. Man kann es gar nicht glauben, dass den jemand weggeworfen hat. Was? Ja, er stand einfach auf der Straße. Ein Obdachloser hat ihn mir für 10 Mäuse hochgetragen. Oh je! Oh je! Oh je! Was ist denn los? Ich habe gerade in den Müll gesessen. Sheldon, sei einfach ganz locker. Sei du ganz locker. Ich muss unter deine Dusche. Und ich hatte mir von dieser Ehe so viel versprochen. Auf dem Boden der Dusche liegt ein nasses Heftpflaster. Das macht Spaß. Ich habe die hydraulische Thermoformpresse noch nie benutzt. Ja, die hat was, hä? Das Maschinchen hat die Universität 175 Riesen gekostet. Jetzt sind's 3 Minuten. Sehen wir mal, was wir haben. Warte kurz. Oh ja, das ist ein echt gut gelungenes Panino. Jetzt dein Käse-Thunfisch-Toast? Ja. Danke sehr. Wie läuft's denn so in deiner Fernliebesbeziehung? Nicht einfach, aber wir packen das schon. Wenn du sagst, wir packen das schon, gehört dazu auch das Cybersex-Ding? Was? Naja, das virtuelle Kille-Kille. Das digitale Bang, schicke Bang-Bang.
Mann, Alter, das ist meine Schwester, von der du da sprichst. Hey, wenn Lennart sein Gehänge vor der Webcam schüttelt, ist das für dich doch leichter zu ertragen, als würde er sie damit wirklich berühren. Wir schütteln da gar nichts, wir reden nur. Hast du sie noch alle? Mit dem Highspeed-Internet steht dir der größte Fortschritt im Sexbereich zur Verfügung seit der Erfindung des Waschlappens. Ich könnte sowas gar nicht. Tja, wenn du es nicht kannst, verlierst du Priya an irgendeinen Dandy mit Turban, der mit Kamasutra-Malbüchern aufgewachsen ist. Wie kannst du so rassistisch sein? Dann sag mir, dass ich mich irre. Oh, Lennart, gut, dass du da bist. Untersuche sofort meinen Kopf auf Sesselläuse. Das habe ich schon gestern gemacht und das hat auch gereicht. Nur sein Kopf, oder? Ich will nicht darüber reden. Du hast dir kein Ungeziefer von Pennys Sessel geholt. Doch, das habe ich. Und jetzt tollen sie am Fuße meiner Kopfhaare herum. Wie tanzende Hippies in einem zwielichtigen Park in San Francisco. Sheldon, das tust du andauernd. Du versteifst dich auf eine verrückte Idee und dann bläst du sie über alle Maßen auf. Nenn mir einen Fall, wann ich das gemacht habe. Na, das eine Mal, als du GPS-Tracker in deinen Müll gesteckt hast, weil du geglaubt hast, nordkoreanische Spione stehlen dir dein Gekritzel. Chicken Nuggets, warst du dir sicher, es seien Menschen-Nuggets? Die seltsam geformte Wolke, die dich durch die ganze Stadt verfolgt hat. Damals, als du versehentlich mein Shirt angezogen hast und dachtest, du würdest wieder wachsen. Ich sag dir, nenn mir einen Fall, du musst dringend lernen zuzuhören. Penny? 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 Hallo. Du musst den Sessel aus dem Gebäude schaffen. Erst ein Gesundheitsrisiko. Okay, krieg dich ein. Ich habe die Bezüge abgenommen, chemisch reinigen lassen und die Kissen ausgeräuchert. Wirklich? Ja, er ist sauberer als meine Couch. In der war ein halber Hotdog. Er sieht jedenfalls okay aus. Hat einen starken, giftigen Chemiegeruch. Das ist sehr beruhigend. Probier ihn ruhig aus, Sheldon. Na schön. Oh, das ist ein wirklich bequemer Sessel. Gib doch einfach zu, dass du überreagiert hast. Nein, danke. Als würde man mit einem Chihuahua wohnen. Penny? 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 Was liegt an, junger Mann? Du musst sofort den Sessel entsorgen. Nö. Penny? 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 Alles froh im Läusezoo. Zu deiner eigenen Sicherheit, warte bitte in meiner Wohnung, während ich die Behörde anrufe, damit sie den Todessessel von hier entfernt. Nein. Penny! 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 Alles schick in der Physik? In meiner Eigenschaft als selbsternanntes freiwilliges Mitglied der Behörde für Seuchenschutz erkläre ich diese Räume für unbewohnbar. Nein, als ein Mensch mit einem sehr feinen Stilempfinden muss ich dir sagen, der Sessel passt nicht zum Zimmer. Penny? Penny? Ja! Penny? Oh, da wären wir mal wieder im Bett. Yep, da wären wir. Okay, also ich würde sagen, ich fange dann an. Ja, gut. Du bist ein schreckliches Mädchen. Und ich will dich bestrafen mit meiner Liebe. Was? Nicht gut?
furchtbar. Versuch's erneut. Okay, du bist nicht schrecklich. Du bist verdorben. Du bist ein verdorbenes Mädchen? Oh, ja. Ja, das bin ich. Ja. Okay, also, du bist ein verdorben, widerwärtiges, ekelerregendes Ding. Oh, ihr Leonard, lass mal das reden. Ach, wartest du noch 5 Minuten? Ich google, wie man das macht und ruf dann wieder an. Sei still und tu, was ich dir sage. Gut, so wie sonst auch. Zieh dein Shirt aus. Geh klar, Shirt kommt weg. Tada, Männernippel. Du sollst doch still sein. Ja, Ma'am. Jetzt zieh deine Shorts aus. Ich zieh die Shorts aus. Das war's. Nackt, nackt, nackt. Wundervoll. Jetzt zieh auch ich mich aus. Cool. Oh. Hier bin ich, Baby. Haben dir die beiden gefällt? Verdammt! Oh, Leonard, schon fertig? Nein! Der Bildschirm ist eingefroren. Es ist vermutlich das Buffering. Gib mir eine Sekunde. Na schön. Und wie geht's deinen Eltern? Ich will jetzt nicht über meine Eltern reden. Ja, klar. Wenn dein Video eingefroren ist, versuch den TCP-IP-Stack zurückzusetzen. Daran habe ich gar nicht gedacht, danke. Keine Ursache. Sag Bescheid, wenn du und deine Freundin damit fertig seid, die ganze Bandbreite für eure Selbstbefleckung zu belegen. Ich versuche von Netflix einen Film zu streamen. Amy? Du weißt doch, dass dein ritualisiertes Klopfverhalten symptomatisch für eine Zwangsstörung ist. Ist es nicht? Verleugnung. Komm rein. Danke. Möchtest du ein Bossa Nova-Standard auf der Harfe hören? Nein. Wie wär's mit der Titelmelodie aus der Fernsehserie Noch Fragen Arnold? Know the world, don't move Nein. to the beat. Das sind alle, die ich kenne. Was gibt's? Du bist doch Pennys Freundin, richtig? Beste Freundin, beste Line, BFF, Lieblingsfreundinnen, Schwestern, die sich eine Jeans teilen würden. Fahre fort. Ich habe mir gedacht, dass sie vielleicht auf dich hört, wenn du ihr von den Gefahren erzählst, die unhygienische Möbelstücke mit sich bringen. Zum Zwecke der Allgemeinbildung oder hat sie sich einen cholera-verseuchten Barhocker angeschafft? Cholera wird durch Wasser übertragen, du machst dich lustig. Ja, allerdings. Penny hat einen Sessel direkt von der Straße aufgelesen, dessen unbestimmte Herkunft die Gesundheit und das Wohlergehen aller Bewohner des Gebäudes gefährdet. Sheldon, nur weil du so sehr auf Sauberkeit fixiert bist, heißt das noch lange nicht, dass ich dabei mitmache. Na gut, nenn mir deinen Preis. Küss mich da, wo ich noch nie geküsst wurde. Zum Beispiel in Salt Lake City? Vergiss es, ich rede mit Penny. Danke. Hörst du dir jetzt an, wie ich Harfe spiele? Nein, ich ertrage den Klang nicht, Amy. Ihr übermäßiger Einsatz in klassischen Sitcoms lässt mich immer glauben, ich erlebe gleich eine Episode aus meiner Vergangenheit. Tut mir leid, Mami, sei mir nicht böse. Hör schon auf. Ich weiß ja nicht so recht, Howard. Was denn? Du hast Probleme, körperliche Liebe über große Entfernung zu praktizieren und das ist die Lösung für dich. Es hat 2 Schnittstellen und du simulierst damit den menschlichen Mund. Du hast einen und Priya hat einen Indien. Wenn du mit Lippe und Zunge an deins gehst, wird deine Aktion exakt auf das Gerät übertragen. Siehst du? Internet küssen. Probier's ruhig aus. Das kannst du knicken. Oh.
Ich versuch's. Etwa so? Ja, Balin, geh mit der Zunge richtig rein. Das aktiviert den Bewegungssensor. Also so? Ja, fast. Mach einen richtigen Zungenkuss. Besser? Ja, jetzt hast du es. Ich bin beeindruckt. Das ist wirklich lebensecht. Beiß mir doch nicht in die Zunge. Das war nur etwas geknabbert. Das war liebevoll gemeint. Wieso wird bei dir sofort alles widerlich? Entschuldige. Besser? Oh, ja. Ziemlich cool, ha? Der würde im Laden mindestens 200 kosten. Ich stehe auch auf solche Schnäppchen. Das gesamte Ensemble gehörte einmal meiner verstorbenen Großmutter. Ist das wahr? Alles bis auf BH und Schlüpfer. Ein leopardengeflecktes Geheimnis, das ich mit Victoria teile. Und jetzt mit mir. Ich würde dir gern eine Frage zu dem Sessel stellen. Und die wäre? Hast du keine Angst, er könnte ein bisschen unhygienisch sein? Nein, er ist vollkommen in Ordnung. Ich verstehe. Sheldon schickt dich her. Er hat dich angestiftet. Nein, das hat er nicht. Wirklich nicht? Doch, das hat er. Selbstverständlich hat er das. Mein Gott, das ist echt ziemlich mies von dir. Tatsächlich? Ja, du lässt dich von Sheldon einspannen, um mich zu manipulieren. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Nein, ich bin deine Freundin. Sei nicht böse auf mich. Ich kann's gar nicht fassen. Am besten gehst du jetzt. Nein, nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich nehm's zurück. Siehst du, ich setze mich sogar in deinen Sessel, der ein richtig toller Sessel ist. Bitte lass mich weiter Teil von deiner Welt sein. Au! Was ist los? Na, irgendwas in deinem Sessel beißt mich gerade, ist nicht wichtig. Au! Warte, steh auf, steh auf! Ich schwöre, dass du Schaden nicht sagst, was passiert ist! Kann ich es meinem Arzt sagen? Ich brauche bestimmt eine Spritze. Ja, klar. Oh. Hey, Babe. Ich denke, ich weiß jetzt, wie es geht. Lynette, hör zu. Nein, du hörst zu. Du bist meine Frau und bei mir wirst du Dinge spüren, die du noch nie zuvor gespürt hast. Lynette? Ja, genau. Sag meinen Namen und bettle um mehr, denn ich besorg's dir so richtig. Meine Eltern sind hier. Hallo, Leonard. Falls ich ihn auch sagen darf, deinen Namen. Oh, sieh dir das an, cooler Sessel. Ja. Hey, warte, wenn der in Sheldons und Leonards Wohnung wäre, müsste ich nicht immer auf dem Boden sitzen. Auf drei? Ja. Drei! Was für ein Idiot wirft denn so einen genialen Sessel weg? Die letzte Teigtasche? Oh, ich! Penny, einen Moment. Wir haben gerade thailändisch gegessen. In dieser Kultur wird das letzte Stückchen als Grengjai-Stück bezeichnet. Und es steht demjenigen zu, der das wichtigste und höchstgeschätzte Mitglied der Gruppe ist. Ich danke euch allen für die große Ehre. Ich habe Fotos von deiner Mutter gesehen. Iss weiter. Also dann, Schatz, wenn wir den Film sehen wollen, müssen wir los. Mhm. Es mag sich für dich hart anhören, aber wenn ich Schatz sage, dann meine ich meine Verlobte.
Ja, Mann, jetzt meine ich Sie. Wenn er will, kann er mitkommen. Aber nächstes Mal holen wir einen Babysitter. Ich muss zur Arbeit. Ich komme mit euch runter. Oh, wartet. Was ist näher dran am Modellbahnladen in Monrovia? Der Filmpalast oder die Cheesecake Factory? Keins davon ist in der Nähe. Oh, dann spielt's keine Rolle, wer von euch mich hinfährt. Machen wir ein lustiges Ratespiel, um zu klären, wer mich mitnehmen darf. Also dann. Dieses Wort mit vier Buchstaben beschreibt entweder eine Schriftgröße in der Typografie oder den Zwang, Dreck zu essen. Okay, ich fahre nicht mit Ihnen. Penny, gib nicht gleich auf. Du kriegst das schon raus. Gehst du nicht mit Sheldon? Nein, ich hab kein Interesse an Modelleisenbahnen, Läden, die sie verkaufen oder deren bedauernswerter Kundschaft. Oh, tja. Ich muss noch arbeiten, also... Das stört mich nicht weiter. Fang ruhig an. Okay. Würdest du dich bei dir zu Hause nicht wohler fühlen? Eigentlich nicht, nein. Schön, dann fange ich jetzt mal an. Leonard, bitte, ich brauche deine Kommentare nicht. Amy? Jo. Alles okay? Natürlich. Ich dachte, du liest. Das habe ich. Jetzt denke ich über das Gelesene nach. Bei dir alles klar? Du machst einen unglücklichen Eindruck. Nein, als bestens. Soll ich jetzt gehen? Man sagt oft, ich überstrapaziere meine Gastgeber. Was? Wer sagt dir denn sowas? Naja, vor ein paar Tagen mein Gynäkologe. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich bin froh, dass du das sagst, denn ich fühle mich hier sehr wohl. Genau dasselbe habe ich zu meinem Gynäkologen gesagt. Was willst du denn im Modellbahnladen kaufen, Sheldon? Oh, ich möchte dort nichts kaufen. Es findet heute ein Vortrag statt. Die H0-Spurgröße, halb so groß wie Spur 0, aber der zweifache Spaß? Ein sehr kontroverses Thema. Welche Größe bevorzugst du? Ich sag's dir nach der Diskussion. Ich gehe nämlich im Gegensatz zu anderen unvoreingenommen dorthin. Ach, wem mache ich was vor? Wir wissen natürlich alle, dass nur Spur 0 was taugt. Erwachsene Männer, die da sitzen und mit Kindereisenbahn spielen. Oh, ziemlich überheblich für einen Mann, der einen Schrank voll Zaubertricks im Haus seiner Mutter hat. Zunächst mal sind das keine Tricks, sondern Illusionen. Und zweitens, wenn wir heiraten, werden die alle auf dem Dachboden landen, damit der Schrank für deine Klamotten frei ist. Und was sollen meine Sachen im Haus deiner Mutter? Na, so darfst du das nicht sehen. Sobald wir einziehen, ist das unser Haus. Sieht sie denn aus? Wieso denn? Das ist es, ihr Haus. Nicht so schnell. Denkst du ernsthaft, ich ziehe bei deiner Mutter ein? Howard, ich kann hier behilflich sein. Ja, Bernadette, genau so stellt er sich das vor. Wieso auch nicht? Es ist ein tolles Haus. Es hat sehr viel Platz und wenn wir Kinder haben, kann Mom uns helfen. Ja, wenn sie ihnen Hänsel und Gretel vorliest, hat sie am Kind schon die dicken Haare und die Warze. Ich wohne auf keinen Fall bei deiner Mutter. Weder heute noch sonst irgendwann. Wow, jemand hat da wohl ein kleines Mami-Problem. Ratsch, fahr mich nach Hause. Nein, hör nicht auf sie. Fahr uns zum Kino. Fahr mich sofort nach Hause. Nein, zum Kino. Ist ja schon gut. Alle beruhigen sich. Es gibt eine einfache Lösung. Ratsch, fahr mich zum Modellbahnladen. Von da an ist mir egal, was ihr macht. Wie war deine Dusche? Gut, gut. Nur so aus Neugier, wann gehst du für gewöhnlich ins Bett? Oh, ich bleib die ganze Nacht auf. Ich bin wie ein Opossum. Du warst in der Highschool auch nicht sehr beliebt, was? Nicht so sehr. Ist das mein Jahrbuch? Mhm.
Lieber Leonard, in Naturwissenschaften bist du gut. Vielleicht erfindest du mal ein Heilmittel gegen das Trottelsein. Naja, der erste Fehlversuch ist der aufgesprühte rote Blitz auf meiner Schultasche gewesen. Die einzige Person, die etwas in mein Jahrbuch geschrieben hat, war meine Mutter. Oh. Liebe Amy, Selbstachtung und Unbeflecktheit sind besser als Freunde und Spaß. Deine Mama. So, ihr könnt von heute an Jerry's Junction auf der Liste der Modellbahnläden setzen, in die Sheldon Cooper nie wieder einen Fuß setzt. Harter Tag auf der Lok? Du hast ja keine Ahnung. Die Veranstaltung war angekündigt als anregender Meinungsaustausch über die Vorzüge der Spurgrößen. Aber es war tatsächlich nur eine Falle, um willensschwache, rückgratlose Tölpel zu verleiten, ein H0-Starter-Set zu kaufen. Was ist in der Tüte? Ich rede nicht darüber. Aber es ist kein Rückgrat, so viel sei verraten. Also, ich hatte einen netten Abend, Leonard. Das sollten wir irgendwann wiederholen. Ja, klar, das wäre schön. Das höre ich gern. Ich brauche am Freitag eine Begleitung zur Hochzeit von Dr. Moronelli und Dr. Gustafsson. Sie sind Brad und Angelina der Primatologieabteilung. Gehst du nicht lieber mit Sheldon hin? Schon, aber die letzte Hochzeit, bei der wir waren, war eine Katastrophe. Er führte sich die ganze Zeit wie ein Kind auf. War nicht meine Schuld. Du hast gesagt, da wären noch andere Wissenschaftler in meinem Alter. Das spielt keine Rolle. Du bist raus, er ist drin. Kein Date zum Schulball, zwei für eine Hochzeit. Wie die Zeiten sich ändern. Du musst zu einer Hochzeit gehen. Ich geh schon. Machst du mal auf. Ich sag doch, ich geh schon. Gut, dann mach ich eben auf. Ich geh doch schon. Oh, hi. Hey. Ich will mich nicht streiten. Ich war nur so überrascht, dass du mich mit dieser Wohnen bei deiner Mom-Sache überfallen ja, hast. Ja, ich wollte... Tut mir leid, dass ich es nicht vorher mit dir besprochen habe. Ich weiß nicht, mit wem du redest. Aber entweder drinnen oder draußen, ich will kein Ungeziefer im Haus. Das blöde Ungeziefer kommt doch nur rein, weil es zu seiner Königin will. Also, was hältst du davon? Bevor wir eine Entscheidung treffen, wo wir wohnen wollen, machen wir zuerst einen Probelauf. Ja, zieh übers Wochenende ein und siehst dir erstmal an. Deine Mom wäre damit einverstanden? Ja, selbstverständlich. Mom, was dagegen, wenn Bernadette übers Wochenende hier bleibt? Hey, wenn sie willens ist, sich so leicht herzugeben, werde ich doch nicht Nein sagen. Siehst du, es geht klar. Nach all deinen Übernachtungen mit dem kleinen Braunhäutigen empfinde ich ein Mädchen als große Erleichterung. All die Jahre hab ich so falsch gelegen. Je winziger der Zug, desto geballter ist der Spaß. Du bist Hirnwissenschaftlerin. Kannst du mir erklären, warum ein hochintelligenter Mann mit der Eisenbahn spielt? Nicht ohne seinen Kopf aufzuschneiden. Schminkst du mir die Augen wie die von Kleopatra? Wirklich? Für eine Hochzeit? Vielleicht hast du recht. Meine Wangenknochen und mein lockendes Becken haben schon eine gewisse Hallo-Seemann-Wirkung. Bin fertig. Oh, was für ein stattlicher Bursche. Wie James Bond. Besser als James Bond, weil er so viel winziger ist. Das hier ist dein Geschenk für mich. Oh, Schätzchen, Gäste tragen keine Anschlagsträuße auf einer Hochzeit. Das ist mehr was für Schulbälle. Ich war nicht bei meinem Abschlussball. Meine Mom hat zwar meinen Cousin dafür bezahlt, aber er nahm das Geld für Drogen. Steck ihr schon das Sträußchen an. Amy, das ist für dich. Hör auf zu grapschen, das kommt an mein Handgelenk. Alles einsteigen! Es ist offiziell, ich bin ein H0-Verrückter! Na, das Essen war doch nett. Ja. Ja, irgendwie schneidet deine Mutter immer das Fleisch für dich? Nur wenn noch Fett dran ist. Sei mal nicht eifersüchtig, Babe. Eines Tages darfst du es mir schneiden. Bernadette, ich habe noch einen zweiten Kopf für die Munddusche gefunden, falls du sie benutzen willst.
Die brauche ich nicht, Mrs. Wallowitz. Bist du sicher? Ich habe mir gerade dicke Fleischreste aus den Zähnen gespritzt. Hey, Mom, wie wär's mit etwas Privatsphäre? Oh, ich weiß, was das bedeutet. Matratzentango. Oh Gott. Entspann dich, das gibt sich schon. Okay. Sag Bescheid, wenn ihr mit Duschen fertig seid. Mami braucht eine Fußmassage. Willst du tanzen? Nein, danke. Ich bin kein guter Tänzer. Du gewinnst aber auch keinen Preis für das Führen einer netten Unterhaltung. Bitte entschuldige. Das Brautpaar ist offenbar glücklich. Warum denn auch nicht? Vor ihnen liegt eine feurige Nacht mit gesellschaftlich anerkannter Kopulation. In manchen Kulturen würden wir jubeln vor der Tür stehen, wenn sie zum Orgasmus kommen. Das wird wohl eine lange Nacht und ich muss morgen früh raus. Leonard, vielleicht fällt es dir nicht auf, aber ich bin ganz aufreizend. Und du hältst heute Abend deinen Teil nicht ein. Tut mir sehr leid. Wegen der Hochzeit denke ich nur an meine 14.000 Kilometer weit entfernte Quasi-Freundin. Ich habe einen Quasi-Freund, der gerade mit einer Modelleisenbahn spielt, aber hörst du mich deswegen lamentieren? Leonard, mal ein guter Rat. Depressive Selbstbesessenheit ist nur bei Männern attraktiv, die Gitarre spielen und wesentlich größer sind als du. Ich bin nicht depressiv. Ich bin gut drauf. Hast du einen Beweis für diese Behauptung? Hey, ich bin genauso lustig drauf wie du, ja? Wirklich? Würdest du dir einen Schnurrbart auf den Finger malen, um eine Unterhaltung zu beginnen? Ich schon. Okay, na schön. Was schlägst du vor? Wir hatten gerade ein köstliches Menü. Die Band. Geht so richtig ab. Und du sitzt neben einer schönen Frau mit nuttenhaftem Make-up. Wir gehen also jetzt auf die Tanzfläche und schwitzen die schicken Sachen durch. Wie schon gesagt, ich bin wirklich kein guter Tänzer. Keine Sorge. Ich führe. Fürs Bett? Nein, ich will mir die Zähne putzen, aber deine Mutter belegt das Bad seit einer Stunde. Oh, ja, sie hat manchmal Probleme mit dem großen Geschäft. Warte kurz. Mann, gib's auf! Heute Abend wird das nichts mehr! Das weißt du doch nicht, ich hab dich gerade erst hingesetzt! Dann mach mal Pause, Bernadette will sich die Zähne putzen! Sie kann ruhig zum Zähneputzen reinkommen, das macht mir nichts! Problem gelöst! Was ist das nicht? Glaub nicht, dass ich da jetzt reingehe. Ich bitte dich, Schatz. Sie sitzt nur da und liest irgendeine Zeitschrift. Du kannst gar nichts sehen. Ich gehe auch immer einfach rein. Der Adler ist gelandet. Und er ist weggespült. Warte hier, ich mach schnell eine Kerze da drin an. Und danach lieben wir uns leidenschaftlich. Da wären wir, letzte Etage. Ich begreife nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mein linkes Bein eingedreht, dann wieder zurückgedreht, dann habe ich es wieder eingedreht und irgendwas hat Knack gemacht. Polka-Tanzen ist was für junge Männer. Ich hatte heute wirklich viel Spaß. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass man sich auch mal amüsieren darf. Gern geschehen. Und auch dafür, dass du vom Eisschwan den Kopf abgebrochen hast, um damit meine Leiste zu kühlen. Ich kann sehr gut räumlich denken und wusste gleich, dass er sich in dieser Form gut an deine Genitalien schmiegen würde. Also, ich kann nur Danke sagen. Und erneut, keine Ursache. Kommst du noch auf einen Tee mit rein? Nein, danke, ich fahre nach Hause. Ja, dann gute Nacht. Gute Nacht.
Sammy, hi. Wie war die Hochzeit? Gut. Doch Leonard hat sich dummerweise in mich verliebt. Komm rein, lass uns reden. Willst du ein Gläschen Wein? Der Wein ist mit ein Grund, warum das passieren konnte. Der und mein verflixtes Becken. Okay, tut mir leid. Was genau ist denn passiert? Das Unvermeidliche. Er war einsam und verletzlich, weil ihm seine Freundin fehlt. Und ich war charmant, verständnisvoll und, seien wir ehrlich, in diesem Outfit die perfekte Mischung von Madonna und Hure. Oh Gott, sag bloß nicht, er hat dich angebaggert. Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wieso habe ich das nur nicht kommen sehen? Jetzt muss ich dem Armtrottel das Herz brechen. Ja, aber das verkraftet er. Oh, Penny, so sehr ich auch wünschte, dass derselbe Mann uns entehrt hat, aber Leonard bringt meinen Motor nicht auf Touren. Und, was willst du jetzt tun? Soll ich es Leonard sagen, auf die nette Art? Nein, ich lasse ihm diese Nacht. Morgen früh schicke ich ihm eine E-Mail und teile ihm mit, dass dieser Körper nie sein Wunderland wird. Offen gesagt hast du bessere Chancen als er. Leonard! Sieh dir das an! Ich habe eine Spur N-Lokomotive gekauft. Halb so groß nur wie eine H0. Sieh nur, sie passt in meinen Mund. Dein Abend war richtig toll, hä? Allerdings. Wie war deiner? Nicht übel. Ich hatte mehr Spaß mit Amy, als ich gedacht hätte. Was genau meinst du damit? Ach, sie weiß genau, wie sie einen Kerl dazu bringt, locker zu werden und Spaß zu haben. Obwohl ich zugeben muss, dass meine Leistengegend etwas angeschlagen ist. Wieso hast du das getan? Um dir eine Nachricht zu schicken. Sie ist nicht die deine. Was? Nicht die deine. Guten Morgen, mein Hübscher. Morgen, Mom. Ich bin's. Ja, wer sonst? Und du bist so hübsch am Morgen. Deine Mom und ich haben Frühstück für dich. Oh, wow. Das heißt, ihr versteht euch? Ja, irgendwie schon. Wir sind sehr verschieden, Howard. Die Kommunikation gestaltet sich sehr schwierig. Schmecken eben die Pfannkuchen? Er hat sie noch nicht probiert. Ist der Butter dran? Es ist Sirup mit Butteraroma. Und, wie sieht's aus? Er will Butter! Es ist Sirup mit Butteraroma. Das hab ich ihm gerade gesagt! Ich brauch keine Butter. Du willst Butter? Ich hol dir Butter. Ist das jetzt, ich muss sie selbst klein schneiden? Der Eingang zum Verlies ist eine moosbedeckte Tür. Du schaffst es, sie zu öffnen, triffst dann jedoch unvermittelt auf ein scheußliches, infernale, stinkendes, moosbedecktes Ungeheuer. Was machst du da? Ich sage, hey Ma, was gibt's zu essen? 17. Das Ungeheuer amüsiert sich über deinen Witz und lässt dich passieren. Im Übrigen, ich fand ihn auch gut. Was machen die Hochzeitspläne, Howard? Es läuft. Wir waren gestern 5 Stunden am Macy's und haben die Geschenkeliste erstellt. Ich krieg wohl endlich die entzückende Steingutspargelplatte, die ich mir schon so lange wünsche. Siehst du, das ist das Gute daran, wenn man eine Freundin hat, die am anderen Ende der Welt wohnt. Ich kann meine Abende so verbringen, wie ich es will. Du meinst, mit uns Nerdspiele zu spielen und dann verdächtig lange unter der Dusche zu stehen? Zum Beispiel? Wir treten in das Verlies ein. Du siehst einen Drachen.
Wirklich? Also, wir spielen Dungeons und Dragons und gehen in ein Verlies und sehen einen Drachen? Ist das nicht etwas zu offensichtlich? Und beim Spielen des Leiterspiels beschwerst du dich da über die Schlangen und die Leitern? Willst du den ganzen Kuchen aufessen? Wäre möglich. Wieso nicht? Für wen muss ich denn schon auf meine Figur achten? Hast du dir schon wieder Bridget Jones angesehen? Nein, allerdings hat jeder von euch jemanden. Sheldon ist mit Emmy, Howard heiratet bald und du hast meine Schwester. Wenn Howard jetzt heiratet, kann er dir vielleicht eine seiner alten Freundinnen aufblasen. Wisst ihr, wer an meiner Einsamkeit schuld ist? Die Vereinigten Staaten von Amerika. Eure Filme und Serien verheißen Straßen voller wunderhübscher blonder Frauen mit prallen Möpsen. Ist noch ein Kuchen, dann hast du selbst bald welche. Das ist nicht nett. Du weißt, es geht mir auf die Hüften. Meine Herren, bitte konzentriert euch. Vor euch steht ein feuerspeiender Drache. Ach, ich habe jetzt keine Lust mehr. Bloß weil du keine Freundin hast? Oh je, wenn man aus diesem Grund das Spiel nicht mehr spielt, steht Dungeons & Dragons auf verlorenem Posten. Also, ich nehme an, wir verwenden dasselbe Wachs nachher, um uns gegenseitig die Bikini-Zone zu enthaaren. Ja, meine Bikini-Zone ist in Ordnung. Wer schockiert? Ich bin's nicht. Und Bernadette, wie geht die Hochzeitsplanung voran? Und ich frage nicht als potenzielle Brautjungfer. Nimm mich! Wir waren gestern zur Tortenverkostung. Raj war dabei und er hat geweint und alle Probestücke gegessen. Oh, der arme Kerl ist ganz allein. Wir sollten ihn mit jemandem verkuppeln. Neulich habe ich auf der Arbeit ein süßes Mädchen kennengelernt. Sie ist mit einem Probanden aus unserem Arzneimitteltest verheiratet. Hallo, sie ist verheiratet. Ja, aber ihr Mann leidet an einer schweren Herzinsuffizienz. Und ich habe hintenrum erfahren, dass er in der Placebo-Gruppe ist. Okay, setzen wir die künftige grabengebeugte Witwe an Nummer 1. Wisst ihr schon, was ihr wollt? Einen Moment. Ich führe ein Experiment durch. Mit Dungeons & Dragons Würfeln? Ja. Weil ich von jetzt an vorhab, alle trivialen Entscheidungen mit einem Würfelwurf zu treffen. So halte ich meinen Geist frei für das, was er am besten kann. Andere aufklären und erstaunen. Seite 14, Gericht Nummer 7. Und, was isst du? Die Reiserbsenbeilage. Interessant. Howard, könnte ich kurz mit dir sprechen, bitte? Ich will nicht schon wieder Freunden von dir zeigen, dass ich noch in den Kindersitz passe. Nein, das ist es nicht. Komm bitte mal mit. Mal sehen, womit ich die Reiserbsenbeilage runterspüle. Eine fruchtige Margarita. Willst du das wirklich? Das ist ja das Tolle. Ich denke nicht darüber nach. Mein Verstand ist völlig befreit und kann über Wichtigeres nachdenken. Und jetzt denkt er über was nach? Hamburger und Limonade. Raj, ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist meine Freundin Emily. Ich kenne sie aus dem Fitnessstudio. Nein, Raj, ganz ruhig. Sie kann dich nicht hören. Sie ist taub. Emily, das ist unser Freund Raj. Ist ja süß, ihr versteht euch auf Anhieb. Ich bin echt gut. Hi. Sie sagt, schön, dich kennenzulernen. Ist das ehrlich gemeint oder hat sie ja sarkastisch gestikuliert? Raj freut sich auch, dich kennenzulernen. Oh, sie sagt, sie muss zurück zu ihrer Familie, aber Penny hat ihre Nummer, falls du ihr simsen und dich mit ihr treffen willst. Okay, ich mach mal einen auf Pool, sag ihr. Meinetwegen von mir aus, Baby. Er schickt eine SMS. Ah, interessant, eh? Ich habe ein Date. Ich liebe Amerika wieder. Und jetzt der Nachtisch. Komm schon, Schokoladeneis, komm schon, Schokoladeneis. Bam, so habe ich mir das vorgestellt. So, als erstes zeige ich ihr, dass das für mich okay ist, indem ich einen Witz über ihre Taubheit mache.
Ich dachte da an, hey, hast du schon den Witz gehört über? Oh nein, ich wette, hast du nicht. Am besten kommst du noch mal auf deinen Plan mit dem einsamen, fetten Typen zurück. Oh, da ist sie. Keine Witze. Sie entschuldigt sich für die Verspätung. Oh, Sagia, das macht doch nichts. Sagia, ihre Augen schimmern wie opalescente Lilien im See des Palastes der entzückenden Himmelsnymphen. Ach ja, das willst du ja als erstes sagen? Du bist lange dran gesessen, sag es. Also ich weiß nicht die Gebärde für opalescent. Buchstabier es. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Du machst es mir kaputt. Er findet deine Augen schön. Oh, du machst aus mir einen Höhlenmenschen. Sie sagt danke, du hast auch schöne Augen. Wirklich? Mhm. Frag sie, wie viele Kinder sie will. Und egal, welche Zahl sie sagt, so viel musste ich auch. Nein. Na schön, sag ihr, ich habe eine tiefe, sexy Stimme wie James Earl Jones. Sie weiß nicht, wie sich James Earl Jones' Stimme anhört. Sehr gut, dann weiß sie nicht, dass ich lüge. Mal sehen, was konnte ich noch alles von mir erzählen, damit du mich magst? Oh, ich liebe Musik. Liebst du Musik? Willst du sie das wirklich fragen? Oh, du hast recht. Jeder liebt Musik. Sie fragt, spielst du ein Instrument? Nein. Aber als ich 6 Jahre alt war, habe ich eine Boyband gegründet. Frankie Goes to Bollywood. Aber ich konnte keinen anderen dazu bringen, mitzumachen. Darum haben meine Eltern unsere Diener zu meinen Begleittänzern gemacht. Warte, wenn du Diener sagst, dann nicht so, als würde ich angeben wollen. Sag es so, dass es bescheiden klingt, mit einem Hauch von, ja, richtig, ich hatte Diener. Hast du eigentlich, was du da sagst? Ja, aber sie nicht. Also sag es, ihr Handlanger. Ich hatte jeden Tag dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel geschickt und dann am ersten Weihnachtstag saß zwischen den Geschenken ein kleiner Welpe mit einer roten Schleife. Was magst du? Ich schreibe Bernadette, dass ich später komme. Alter, was sagt sie? Das ist eine lustige Geschichte über ein Hundebaby. Lächel einfach und lache. Ach, da warte, nicht mehr lachen. Was? Wieso? Das blöde Vieh ist an einem Puppenkopf versteckt. Trauriger Blick, trauriger Blick. Es ist im Großstädtlich schwer zu sehen, aber diese W-förmige Konstellation ist Cassiopeia. Und sie war die Mutter der Andromeda, die gleich da vorne ist. Sieh nur, hübsche Sterne. Das ist ihr Wagen. Sie hofft, dass sie dich wiedersehen kann irgendwann. Gut, gut. Oh Mann, hilf mir mal weiter. Will sie, dass ich sie küsse oder nicht? Ich kann Gebärdensprache, aber nicht Gedanken lesen. Würdest du es in meiner Stelle tun? Ja, aber ich bin ja auch ein Frauenheld. Ich war bei dem Date echt lässig. Oh, ich hab dich so erscheinen lassen. Du warst ein Idiot. Was willst du? Sie hat mich geküsst. Ja, es waren vielleicht deine Lippen, aber es war mein Kuss. Oh, einigen wir uns, dass sie uns beide geküsst hat. Okay. Der Oberlippenbart steht dir ganz gut, Sheldon. Das hab nicht ich gewollt, sondern die Würfel. Sie sagen mir, wie viel Prozent ich rasieren soll. Und wieso machst du das eigentlich noch? Weil es funktioniert. Ja, in den vergangenen Wochen habe ich unbelastet von trivialen Entscheidungen 2 Artikel in renommierten Fachzeitschriften mitverfasst und ich stehe kurz vor der Erkenntnis, wieso der große Teilchenbeschleuniger den Nachweis des Higgs-Bosons noch nicht erbracht hat. Vergiss nicht deine wundgescheuerten Testikel, weil du keine Unterhose mehr trägst. Die Würfel geben und die Würfel nehmen. Ist Ratsch wieder mit Emily unterwegs? Ja, seit einem Monat jeden Abend. Wow, ich glaub's ja nicht, dass er eine Freundin hat. Ich auch nicht. Ich weiß noch eine lustige Meldung von der Ratsch-Emily-Front. Er hat ihr ein paar Diamantohrringe geschenkt und für sie einen Wagen geleast. Ist nicht dein Ernst. Meinst du, dass sie ihn nur ausnutzt? Oh, natürlich nicht. Das würde sie doch nie machen. Sie ist taub.
Taube Frauen können nicht auch geldgeil sein? Nein, denn Behinderte sind nett, Lennart. Das weiß nun wirklich jeder. Ja, ich hätte da auch noch Informationen über Ratsch, die für eure Diskussion hilfreich wären. Kannst du sie uns verraten? Mal sehen. Zwei Einsen, tut mir leid. Warte, der Einserpaar scheißt nochmal würfeln. Okay, folgendes. Es ist nicht schlimm, wenn er sie mit Geschenken überhäuft, denn die Kutrapalis sind enorm wohlhabend. Was bedeutet enorm wohlhabend? Na, wohlhabend bedeutet eine Menge Geld und enorm bedeutet noch viel mehr. Was ist daran nicht zu begreifen? Sie haben zwar Geld, aber so viel ist es auch wieder. Ah, da irrst du dich. Wie du weißt, es war vor einigen Jahren, da habe ich mir einen meiner kleineren Träume erfüllt und bin Notar geworden. Also, hin und wieder beglaubige ich Bankdokumente für Raj. Die Kutrapalis sind nicht nur einfach reich, sie sind Richie Rich reich. Und wie reich ist das nun? Irgendwo zwischen Bruce Wayne und Dagobert Duck. Jetzt neulich erst im Zoo hat sich der Schmarotzer von mir einen Hotdog spendieren lassen. So, Leute, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt Rats Schwester anrufen, die ich so sehr liebe. So enorm sehr liebe. Okay, er hat also Moneten und macht ihr Geschenke und liest ihr ein Auto. Und er hat ihre Kreditkartenrechnungen beglichen. Was? Er begleicht ihre Kreditkarten? Verdammt, ich hätte es doch ein paar Monate mit ihm aushalten sollen. Aber ich würde sowas nicht tun. Ich bin nicht so eine. Wir müssen unbedingt mit Ratsch reden. Er wird nicht auf uns hören. Er ist verliebt. Ihr wisst nicht, was ihr tun sollt? Ich habe diese Zeiten hinter mir. Und nun entschuldigt mich bitte, denn ich muss noch hier bleiben. Das ist eine blöde Idee. Lass uns wieder gehen. Nein, ich habe sie ihm vorgestellt und deswegen muss ich was sagen. Wow. Du bist mit meiner Freundin verlobt. Hey, Bernadette, macht das nichts aus, wo ich meinen Motor starte, solange ich in der richtigen Garage parke. Es ist nicht zu glauben, dass sie sich mit dir verlobt hat. Oh, da kommt sie. Clever flüstern, damit die taube Tussi dich nicht hört. Hi. Hi, schön, dich zu sehen. Können wir mit dir über Ratsch reden? Sie sagt klar, was ist mit ihm? Okay, wie soll ich nur anfangen? Sieh mal, Ratsch ist recht naiv. Und er war noch nicht mit vielen Frauen liiert. Und ich mache mir Sorgen, dass du, ohne es zu wollen, ihn möglicherweise ausnutzen könntest. Naja, indem du dir teure Sachen von ihm kaufen lässt und ich... Howard, hierher! Jetzt sag es ihr schon. Genau. Bist du auf sein Geld aus oder nicht? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Irgendwas bildest du dir anscheinend ein. Kümmer dich um deine eigenen irgendwas und mach was mit deinem Knie. Oh, warte, jetzt verstehe ich das. Ich bin echt sauer auf dich. Okay, warte, wie kannst du das nur wagen, meine Freundin so zu überfallen? Es sollte doch gar kein Überfall sein. Es ist nur fast unmöglich, sich an jemanden, der taub ist, nicht heranzuschleichen. Und hey, wieso bist du so gesprächig? Ich bin hackevoll. Ratsch, komm rein. Diese Frau bringt dir nur Probleme. Was ist das denn für eine Beziehung? Du machst ihr Geschenke und sie gibt dir Sex dafür? Den besten, den ich je hatte. Ach, hör bloß auf, du findest was Besseres. Aha, ich weiß jetzt, was hier los ist. Du und ich hatten eine verrückte Nacht miteinander und jetzt erträgst du es nicht, dass ich eine andere Frau habe. Wow. Deine Gefühle kann ich dir nicht übel nehmen. Ich habe keine Gefühle. Ja, das ist gut. Red erst dir weiter hinein. Er ist süßer, seit ich weiß, dass er reich ist. Ich habe eine Überraschung für dich. Halt dir die Augen zu. Mach sie auf. Das ist ein echter Rubin.
Er ist ein bisschen teuer gewesen, aber niemand kann ein Preisschild an die Liebe hängen. Obwohl es die Typen bei Cartier schon ganz gut hinkriegen. Oh, Mami, Daddy, was für eine nette Überraschung. Nein, keine nette Überraschung, sondern eine böse Überraschung. Penny hat angerufen. Penny? Sie sagt, du gibst dein ganzes Geld für deine neue Freundin aus. Ich habe ihr nur ein paar Sachen gekauft. Sie schenkt mir auch etwas. Ja, ja, ich bin Gynäkologe. Ich weiß genau, was sie dir schenkt. Such dir eine nette indische Frau aus guter Familie. Mach Schluss oder es gibt kein Geld mehr. Was? Ihr zwingt mich zwischen der Frau, die ich liebe, und dem Geld, das mir sehr am Herzen liegt, zu wählen? Du hast die Wahl. Dann wähle ich die Liebe. Du bist ein Idiot. Die Liebe hält nicht ewig. Das wird er schon irgendwann verstehen. Denk mal drüber nach. Meine Eltern zwingen mich zwischen dem Geld und dir zu wählen. Ich habe dich gewählt. Nein, ich fürchte, wir müssen das Auto zurückgeben. Und diese Kette, ja, die auch. Aber keins dieser Dinge ist von Bedeutung, denn wir haben etwas Besseres. Wir haben Liebe. Penny, es tut so weh. Ja, ich weiß. Manchmal schalte ich den Fernseher stumm, nur um so zu tun, als sei sie noch bei mir. Aber ich kann die Videotext-Untertitel nicht lesen, weil ich weine. Oh, das tut mir ja so leid. Könnte ich dich doch nur mit etwas trösten? Echt jetzt? Ich bin todunglücklich und du baggerst mich an? Was? Nein! Aber hör mal, Penny, du hast Klasse. Aber ich hatte ein Gespräch mit meinen Eltern. Und sie sagen, such dir eine Inderin und du kriegst einen Maserati. Käsekuchen, du bist fast so gut wie eine Frau. Auch wenn wir keinen Sex haben können. Wirf ihn mal in die Mikrowelle für ein paar Sekunden. Soll ich hier aufs Klo gehen oder bis zu Hause warten? Komm schon, Papa muss seine Blase erleichtern. Oh, das sehe ich nicht gern nach 3 Gläsern Buttermilch. Bitte sehr, Jungs, ich komme dann gleich wieder. Danke fürs Essen, Kumpel. Ja, echt nobel von dir. Schnell, schnell, schnell. Und nicht am Trinkgeld sparen, wir wissen, dass du Kohle hast. Ist aus Game of Thrones. Was sagst du? Ich weiß noch nicht. Wenn wir uns eine Fantasy-Schwertsammlung zulegen wollen, und mit dem Gedanken spiele ich schon lange, sollten wir nicht mit diesem Schwert anfangen. An welches denkst du? Na, so aus dem Stand würde ich sagen Excalibur. Es gibt dir das Recht zur Herrschaft über England. Es wäre bloß die Nachbildung eines Filmrequisits. Von mir aus? Dann das Recht zur Herrschaft über eine Nachbildung von England. Naja, hier ist kein Excalibur vorrätig. Was willst du jetzt machen? Schwere Entscheidung. Ist kein Schwert aus Herr der Ringe hier, geschmiedet in einem chinesischen Ausbeuterbetrieb? Nein, nur Bilbos Schwert da an der Wand. 2 erwachsene Männer mit einem Hobbit-Dolch, wir würden lächerlich aussehen. Okay, lass es uns kaufen. Oh, wie ich sehe, habt ihr meinen kleinen Schatz entdeckt. Ja, ist soweit ganz nett. Nur nett? Es ist überwältigend.
Was willst du denn dafür? Tja, was ist der Preis für etwas, das eine Kopie davon ist, was im Pay-TV war? Für meine Freunde sagen wir 250. Das ist ziemlich happig. Es ist eine limitierte Auflage. Es gibt nur 8000 von diesen Kavenzmännern. Es gibt nur 8000. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kauf es! Gedulde dich. Da ist doch ein besserer Preis drin. Was willst du noch? Das ist schon der Freunde- und Familienrabatt. Oh, hast du gehört? Wir kriegen den Freunde- und Familienrabatt. Wir fühlen uns geehrt und sind einverstanden. Nicht so schnell. 200. Was soll denn das? 250 ist schon der reduzierte Preis. Sei doch mal schnell. Na gut, 235. Nein, vielleicht ein andermal. Okay, 225, mein letztes Angebot. Greif zu, greif zu. 200. Mann, ihr bringt mich um. Wir dich? Ich kann kaum atmen. 210. Und dabei zahle ich drauf. Oh nein, wir dürfen ihn nicht drauf zahlen lassen. Bitte verzeih uns. 210 und dazu noch den Iron Man Helm. Hast du einen Knall? Der Helm ist von Robert Downey Jr. signiert. Na und? Also wenn du die Bedeutung der Unterschrift eines Schauspielers auf einem Plastikhelm aus einer Comicverfilmung in Frage stellst, dann hat doch unser aller Leben hier keinen Sinn mehr. Okay, na schön, nur das Schwert 210. Danke. Jetzt kann ich mir mal wieder Fleisch leisten. Siehst du? Ich habe uns $40 gespart. Ich sage schon lange, was dir an akademischem Wissen fehlt, machst du mit Verschlagenheit wett. Soll ich's einwickeln? Nein, es geht so. Ich steche es meinem Freund gleich ins Herz. Hey, Stuart. Ah, hey, Will. Hallo, Will Wheaton. Hi, Sheldon. Schönes Schwert. Gehört zu meiner Schwertsammlung. Hast du auch eine Schwertsammlung? Nein. Das wundert mich nicht. Hier ist der Batman 612 mit dem alternativen Cover von Jim Lee, den du wolltest. Super. Was schulde ich dir? 40 Mäuse. Guter Preis. Vollidiot. Frag nicht mal nach dem Freunde- und Familienrabatt. Hey, ich mache am Freitag eine Party bei mir und es wäre cool, wenn du vorbeikommst. Kommen auch Mädchen? Ja, natürlich. Weil letztes Mal sind keine da gewesen. Es kommen Mädchen. Ihr seid auch eingeladen, wenn ihr Lust habt. Danke. Gut, sehr schön. Also dann. Ich weiß, was du vorhast. Du nimmst eine Einladung für die Party im Haus meines geschworenen Todfeindes an? Er erzählt allen, dass wir kommen werden und wenn wir nicht erscheinen, ist er der Blamierte. Teuflisch perfide. Ich dachte eigentlich daran hinzugehen. Und dann bezeichnest du dort die Party als Fiasko, stürmst davon und lässt ihn so gedemütigt vor seinen Gästen zurück. Genial. Nein, ich wollte mit Howard und Raj hingehen und Spaß haben. Na toll, noch mehr Jungs. Wird wieder so ein Will Wheaton-Würstchenfest. Sheldon, kannst du mir ein Wasser bringen? Möglicherweise. Geht es oder nicht? Das ist nicht so einfach, Leonard. Das ist es doch nie, oder? Zu diesem Zeitpunkt existiert unsere Freundschaft in zwei einander widersprechenden Zuständen. Solange du entweder nicht hingehst oder doch hingehst zu Will Wheatons Party, bist du zur gleichen Zeit mein Freund und nicht mein Freund. Ich bezeichne dieses Phänomen als Schrödingers Freundschaft. Klar, kriege ich mein Wasser? Oh, natürlich. Hol es dir selbst, du Verräter! Okay, um was geht's eigentlich? Falls du es vergessen hast, Schrödingers Katze ist ein Gedankenexperiment. Nein, habe ich nicht vergessen. Eine Katze sitzt im Karton und solange er nicht geöffnet wird, ist sie entweder tot, lebt oder beides. Aber zu Hause in Nebraska geriet unsere Katze mal in die Campingkiste meines Bruders und die brauchten wir nicht erst zu öffnen, um zu wissen, dass eine tote Katze drin liegt. Volkstümliche Geschichten, Physikwissen und ein Busen, der dem widerspricht. Du bringst das alles zusammen, hm? Ja. Entschuldigt, bin spät dran. Ich habe tolle Nachrichten. Die NASA hat sich für meinen Entwurf entschieden für das Deep Field Weltraumteleskop, das im Frühling zur internationalen Raumstation geschickt wird. Oh, wow. Oh, wie schön. Wow. Howie, das ist ja wunderbar. Ich gratuliere dir. Es kommt noch besser. Jemand muss hochfliegen mit dem Teleskop als sogenannter Nutzlastspezialist. Und ratet, wer dieser jemand ist. Mohammed Lee. Wer ist Mohammed Lee? Mohammed ist der häufigste Vorname auf der Welt, Lee der häufigste Nachname. Da ich die Antwort nicht kenne, dachte ich mir, das gibt mir einen mathematischen Vorteil. Ich bin es. Sheldon, ich bin's. Ich fliege rauf ins All, so gesehen.
bin ich ein Astronaut. Oh mein Gott. Das ist fantastisch. Ja. Warte kurz, die NASA hat doch gar keine Shuttles mehr. Wie kommst du denn da hoch? Oh, das ist richtig cool. Du fliegst nach Moskau, von da aus weiter nach Kasachstan. Dort steigst du in eine russische Sojus-Rakete, die dich in die Erdumlaufbahn schießt. Oder du hockst auf der Startrampe, weil die kasachische Mafia den Treibstoff auf dem Schwarzmarkt verhökert hat. Sind diese russischen Raketen sicher? So sicher es geht, wenn sie von den Typen gebaut wurden, die uns Tschernobyl eingebrockt haben. Also dann, darauf bringe ich einen Toast aus. Der Traum, einmal ins All zu fliegen, wird von uns allen geteilt und für Howard wird er wahr werden. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Cheers. Cheers. Das war ein schöner Trinkspruch. Hut ab. Danke. Aber gleichzeitig eine Anhäufung süßlicher Klischees. Du machst mich krank. Du bist so ruhig. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Nur etwas erschlagen. Ich hoffe nicht so sehr, denn im Augenblick fühle ich mich ganz besonders männlich, Schatz. Alles ist über Start klar. Du weißt, was ich meine. Ich weiß immer, was du meinst. Also gut, ihr bereitet irgendwas offenbar Sorgen. Was denn? Es hat mich entsetzt, dass du dich dafür gemeldet hast, ohne dass wir vorher darüber reden. Oh, jetzt verstehe ich das. Du machst dir Sorgen um mich. Das ist so lieb. Weißt du, wir haben da so eine Redensart bei der NASA. Was macht den Stoff aus, dem die Helden sind, dass sie immer nach Hause kommen? Sei bitte einfach still, Howard. Das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet habe, als ich dir erzählt habe, dass ich Astronaut werde. Was hast du denn gedacht, was passieren würde? Ganz ehrlich? Sex? Howard. Erkennst du denn nicht, wie besonders die ganze Sache ist? Welch große Ehre es ist, auserwählt zu werden, in den Weltraum zu fliegen? Ja, das verstehe ich alles. Ich wünschte nur, du hättest mich einbezogen in deine Entscheidung. Wir beide sind doch Partner. Wir müssen agieren wie ein Team. Es tut mir leid, du hast ja recht. Fangen wir doch von vorn an. Bernadette, es ergibt sich gerade eine Gelegenheit für mich, die vermutlich Auswirkungen auf uns beide hat. Und darüber würde ich gerne reden. Okay. Ich habe die große Chance erhalten, demnächst für ganze 3 Wochen zur internationalen Raumstation zu fliegen. Was hältst du von der Sache? Naja, zuallererst danke ich dir dafür, dass du mich aus diesem Entscheidungsprozess nicht ausschließt. Hey, wir sind ein Team. Was sagst du dazu? Nein. Nein? Nein. Aber wieso denn nein? Howard, mein Vater ist Polizist gewesen. Wenn er Nachtschicht hatte, wussten wir nie, ob er morgens lebend nach Hause kommen würde. Es war furchtbar und das möchte ich nicht auch mit dir erleben müssen. Hey, mein Vater hat mich und meine Mutter verlassen, als ich gerade 11 war. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Ach, Flenn nicht! Nach da oben fliegst du auf keinen Fall! Ziemlich cool, das mit Howard, hä? Rede nicht so mit mir, als wäre nichts zwischen uns gewesen und ja, allerdings, mein Freund. Kannst du nicht endlich mal mit dem Schrödinger-Zeug aufhören? Demnach bevorzugst du wohl die simplere Anwendung der Heisenbergschen Unschärferelation, bei der ich entweder wissen könnte, wo du steckst oder ob ich dich leiden kann, aber nicht beides. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich verstehe nicht, was es für eine Rolle spielt, ob Leonard zu Will Wheatons Party geht. Naja, Will Wheaton ist Sheldons geschworener Todfeind. Geschworener Todfeind? Mhm. Sheldon, ich weiß, dass du ein linksdrehender Schraubenschlüssel bist, aber... Hast du wirklich einen geschworenen Todfeind? Ich habe sogar 61 davon. Möchtest du die Liste sehen? Oh, sag nein, sag nein, sag nein, sag nein. Du bist gerade erst runter von der Liste. Willst du wieder rauf? Es dauert nur einen Moment. Sie ist auf einer 525er Floppy Disk. Eine Floppy Disk? Ich habe die Liste angefangen, als ich 9 war. Und warum ist Bill Wheaton auf der Liste? Oh, oh Gott.
Als kleines Kind liebte ich Wesley Crusher, Will Wheatons Rolle in Star Trek. Also, ich bin dann viele Stunden lang per Bus zu einer Star Trek Convention gefahren, auf der Will Wheatons Erscheinen angekündigt war, um eine Wesley Crusher Actionfigur signieren zu lassen. Aber er tauchte nicht dort auf, weil es für ihn offenbar viel cooler war, in einer blöden Quizshow für einen guten Zweck aufzutreten. Oh, verdammt! Die Floppy ist fehlerhaft. Tja, wer auch immer verantwortlich für die Qualitätskontrolle bei Werberteam 1989 war, ich gratuliere, Sie haben es auf die Liste geschafft. Howard? Meinung geändert wegen Sex? Ich bin auch sauer, aber ich mach's. Nein, ich hab nur nachgedacht. Es spielt keine Rolle, dass ich mich um deine Sicherheit sorge. Ich möchte vor allem nicht diejenige sein, die zwischen dir und deinen Träumen steht. Ehrlich? Ehrlich. Wenn dir das Weltraumabenteuer wirklich so viel bedeutet, verliere ich darüber nie wieder ein Wort. Danke. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und jetzt Sex. Okay, ich putze mir nur schnell die Zähne und bin gleich wieder zurück. Meine Leiche ins Weltall. Ich bin soweit. Warte, habe ich das richtig verstanden? Du hast tatsächlich Bernadette mitten in der Nacht gebeten, das Haus zu verlassen? Welche Wahl hatte ich denn? Sie ist mir in den Rücken gefallen und hat meine Mutter gegen mich aufgebracht. Wow, du bist nicht nur unser erster Astronaut, sondern auch der Erste, der ein Mädchen von der Bettkante stößt. Du bist wie ein Rockstar. Ein bisschen. Ich sag's nicht gern, aber sie hat dich irgendwie verraten. Interessant. Du erkennst zwar bei anderen den Verrat, aber nicht bei dir selbst. Wenn ich zu Wheatons Party gehe, ist das kein Verrat an dir. Oh, natürlich, dass du das glauben willst. Das Böse denkt immer, es handelt richtig. Verzeihung, Stormtrooper, das sind die Droiden, die ihr sucht. Ich möchte zu einer Party. Ich liefere nicht R2-D2 und C3PO dem Imperium aus. Noch nicht. Und was passiert als nächstes? Willst du mit Bernadette Schluss machen? Ich weiß nicht. Wenn wir wieder zusammenkommen wollen, muss sie sich bei mir entschuldigen und akzeptieren, dass ich ein erwachsener Mann bin und meine Entscheidungen selbst treffe. Und dann soll sie deine Mutter überreden, dich in den Weltraum zu lassen. Ist doch wohl klar. Ich hatte keine Wahl. Ich musste es seiner Mutter sagen. Er darf nicht da hochfliegen. Er ist noch ein unbeholfenes Küken. Erst neulich hatte er einen Asthmaanfall beim Lesen eines staubigen Bibliotheksbuchs. Kein Witz? Nein, ich war auch dabei. Sheldon bekam einen Hexenschuss, als er es ihm rübergereicht hat. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich will nicht, dass wir uns deswegen trennen. Dann sag ihm doch, dass es ein Fehler war. Findet ihr, ich habe falsch gehandelt? Bin ich die Böse in der Geschichte? Ach. Es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Wir sind nur hier, um dir Trost und Beistand zu spenden, während dir klar wird, was du Abscheuliches angerichtet hast. Oh Gott, du hast recht. Ich habe unsere Liebe genommen und sie seinem Walross von Mutter zum Fraß vorgeworfen. Ich muss mich entschuldigen. Das ist gut. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Aber zuvor noch würde ich dir gerne eine ganz allgemeine Frage stellen. Welche? Bist du dir hundertprozentig sicher, dass du Howard Wolowitz wirklich liebst und heiraten willst? Ja, doch. Von ganzem Herzen. Okay, wollt nur sicher gehen. Er ist toll. Also dann, Sheldon, wir gehen zu Will. Das ist deine letzte Chance. Nein, Leonard, es ist deine letzte Chance. Eines Tages wird ein Historiker zu dir kommen und dich fragen, ist es wahr, dass sie befreundet waren mit Dr. Sheldon Cooper? Und du wirst ein erbärmliches Schluchzen der Reue und Verzweiflung unterdrücken müssen, wenn du murmelst. Es stimmt. Aber ich habe es vorgezogen, zu einer Party zu gehen von einem der Jungs aus Stand by Me, an den sich niemand mehr erinnert.
Willst du fahren? Gern. Hey, schau. Oh, gut, du hast dich für mich entschieden, für mich? Nein, es kam gerade eine SMS von Stuart. Brent Spiner ist auf der Party. Brent Spiner? Ja. Kein Interesse. Echt nicht? Brent Spiner, Mr. Data persönlich, du liebst ihn. Das war einmal, ja, ich bin irgendwie diesem Star Trek entwachsen. Naja, starre Charaktere, alberne Handlung, beam mich rauf, was für ein Unfug. Ich bin dann weg, lebe lang und in Frieden schauen. Ja, das auch, du siehst lachhaft aus. Howard, Bernadette ist gekommen. Sag ihr, ich bin nicht da. Was soll das idiotische Spielchen? Sie kann dich schreien hören. Können wir reden? Du kannst. Ich habe nichts zu sagen. Na gut. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid, dass ich deiner Mutter was gesagt habe. Ich hätte es ihr irgendwann schon gesagt, aber du bist mir in den Rücken gefallen. Ich weiß. Bitte entschuldige. Ich hatte Angst. Also, wenn du mich wirklich liebst, dann aber auch das ganze Paket. Ja, den weichherzigen Poeten und den verrückten Teufelskerl. Ich weiß. Nein, sag das nicht, wenn du es nicht ernst meinst, denn ich habe nicht vor, mit der Weltraumstation aufzuhören. Ja, ich will noch auf den Mond und ich will zum Mars und ich will in einem Ein-Mann-U-Boot zum tiefsten Grund des Ozeans reisen. Wirklich? Du wurdest seekrank auf der Piratentour in Disneyland. Ja, aber die großen Kinder haben so geschaukelt und... Ich habe das nur gemacht, weil ich dich so sehr liebe. Und der Gedanke, dich zu verlieren, ist mehr, als ich ertragen könnte. Wirklich? Du bist mein Seelenverwandter. An der Stelle musst du mich küssen. Richtig, richtig. Ihr könnt euch so viel vertragen, wie ihr wollt, aber dein knochiger Arsch verlässt nicht diesen Planeten. Hey, kennst du die schöne Schauspielerin, die die Borgkönigin in Der erste Kontakt war? Ja. Ich habe gerade ihren Gynäkologen kennengelernt. Was willst du denn hier? Um unsere Freundschaft kämpfen. So nervig und merkwürdig du auch sein kannst, du bist dennoch mein kleiner Kumpel. Ich habe nicht vor, das heute enden zu lassen. Weg mit dem Drink, dann begrüßen wir Brent Spiner und ab nach Hause. Hey, Sheldon. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe was gefunden, was dir gefallen dürfte. Was mir gefallen würde, wäre ein deprimierenderes Zuhause. Für ihn hier ist es ganz hübsch. Was ist für dich? Eine originale, noch ungeöffnete Wesley Crusher Actionfigur. Ich habe mich an deine Geschichte erinnert, als du zu einer Convention gefahren bist, um so eine zu bekommen und ich nicht da war. Lies die Widmung. Für Sheldon. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Dein Freund Will Wheaton. Es ist meine letzte. Du sollst sie haben. Seht mal her, Will Wheaton ist mein Freund! Oh, wow! So eine habe ich seit Jahren nicht gesehen. Die haben wir doch immer so aussehen lassen, als würden sie masturbieren. Brent Spiner, was haben Sie getan? Das war eine originale, noch ungeöffnete Wesley Crusher Actionfigur, signiert von meinem guten Freund Will Wheaton. Tut mir leid, Spargel. Ich habe noch ein paar Mr. Data-Figuren draußen im Wagen. Soll ich eine für Sie signieren? Sie haben schon etwas für mich signiert, Brent Spiner. Ihr Name steht auf meiner Liste. Von heute an sind Sie mein geschworener Todfeind. Keine Sorge, das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Komm mit, mein Freund. Verschwend mir keine Zeit mit diesem Loser. Mir gefällt dein Haus. Können wir signierte Figuren kriegen? Gern. 20 Mäuse. 10. 18. 12. 16. 2 für 30. Und Sie kommen zu meiner Geburtstagsparty. Geht klar. Thank you.
Und auf was für eine Kreuzfahrt gehen Sie? Sie heißt die Arche der Wiedergeborenen. Der christliche Bote hat ihr die allerhöchste Bewertung gegeben. 5 Dornenkronen. Wenn du nur mitkommen würdest, Sheldon. Oh, also, Mom, wenn ich das täte, wäre das der endgültige Beweis, dass dein Gott Wunder wirken kann. Du verpasst da einiges. Es wird ein Heidenspaß mit unterschiedlichen Themen. Zuerst Jonas und das Whale-Watching. Ist dich satt, das letzte Abendmahl-Buffet und mein persönlicher Favorit, Schießen mit Gott. Was ist denn Schießen mit Gott? Ich trau mich gar nicht zu fragen. Oh, das ist ein richtiger Knaller. Du schreibst deine Sünden auf eine Tontaube, die wird dann nach oben geschleudert und du pulverisierst sie mit einer 12-kalibrigen Schrotflinte, die voll mit der Vergebung des Herrn ist. Offen gesagt, Mom, ich bin erstaunt, wie offen deine Gruppe geworden ist. Ihr fahrt auf den Ozean hinaus, ohne Angst davor, den Rand der Welt hinabzustürzen. Wenn zum Beispiel Shelley mit an Bord wäre, könnte er auf seine Scheibe 9-mal klug schreiben. Und dann, peng! Der Herr gibt es und der Herr pustet es weg. So, Mom, nach dem Programm, was ich für unser gemeinsames Wochenende aufgestellt habe, beginnt der Spaß mit gebratenem Hähnchen. Hört sich köstlich an. Gut, ich habe alles da, was du für die Zubereitung brauchst. Du wirst hingerissen sein. Das Brathähnchen von meiner Mutter ist der Grund, warum wir für meinen Dad einen extra großen Sarg kaufen mussten. Schauen, sie ist gerade erst aus dem Flugzeug gestiegen und will jetzt nicht kochen. Oh, natürlich will sie das. Für mich zu kochen ist ihre Art, mir zu sagen, ich hab dich lieb. Und für mich zu kochen, wenn sie müde ist, ist ihre Art, mir zu sagen, ich hab dich wirklich lieb. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir essen gehen würden, Sheldon. Verdirbt uns das nicht den Appetit auf das Hähnchen, das du mir machen willst? Das wäre geklärt. Wir gehen aus. Essen Sie gern Sushi? Es gibt einen guten Laden ganz in der Nähe. Ich hab's noch nie gegessen, aber es kann ja nicht schaden, etwas Neues auszuprobieren. Natürlich kann es schaden, etwas Neues auszuprobieren. Deswegen testen wir neue Medikamente zuerst an niedlichen Hoppelhäschen. Sheldon, du redest so, als wärst du verrückt. Ehrlich gesagt ist er getestet worden, als er ein Kind war. Der Arzt sagt, er ist in Ordnung. Sag ich doch. Allerdings bedauere ich es, dass wir nicht doch bei dem Spezialisten in Houston waren. Hört mit dem Geschrei auf! Ich bin nicht glücklich über das hier. Worüber warst du das letzte Mal schon glücklich? Über die Aussicht auf Brathähnchen. Ich finde das ganz aufregend. Bei uns serviert der Imbiss an der Route 4 auch Sushi, aber das sind nur kleingeschnittene Fischstäbchen mit Reis als Beilage. Auf der Speisekarte steht es in Japsenbuchstaben, aber das macht daraus noch kein Sushi. Japsenbuchstaben sind nicht unbedingt politisch korrekt. Ich dachte, was man nicht sagen darf, ist Schlitzaugen. Ja, das auch. Und Shelley, was ist denn mit dir und deiner Freundin Amy, wenn du mir die Neugier einer Mutter erlaubst? Ja, es gibt tatsächlich fantastische Neuigkeiten an der Amy-Front. Sie studiert zurzeit neurobiologische Auswirkungen der Sucht bei niederen Lebewesen. Sie steht so kurz davor, einen Seestern kokainsüchtig zu machen. Hast du eine Ahnung, was mit den beiden läuft? Es ist fast so wie mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Vielleicht ist was da, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Manchmal macht es Spaß, sich zu gruseln, wenn man darüber nachdenkt. Und wie sieht es bei dir so aus mit den jungen Damen? Wie ich höre, hast du dich auf so eine Art Fernbeziehung eingelassen. Ja, mit der Schwester von Raj. Es ist schwierig. Sie ist in Indien und ihre Eltern sind nicht glücklich darüber, dass ihr Freund ein Weißer ist. Oh, das ist ja eine lustige Wendung, was? Weil man denkt nie darüber nach, dass es auch andersrum so sein kann. Na ja, du kannst die Sache nicht erzwingen. Du solltest dich fragen, ob du in einer Beziehung bist oder ob du es nur so nennst. Denn wie man so sagt, kann man einen Braten in der Röhre haben, aber das ist noch lange kein Braten. Das erinnert mich an eine andere Redensart. Du kannst ein Hähnchen zum Ofen führen, aber deine Mutter nicht zwingen, es zu braten. Sheldon, wenn du mir noch einmal wegen dem Hähnchen auf die Nerven gehst, leg ich dich übers Knie gleich hier im Restaurant. Bitte nerv sie, bitte, für mich. Und Mrs. Cooper, wie fanden Sie das Sushi? Es war gut. Ja? Noch besser wäre es gewesen, wenn man es gegrillt hätte. Und wenn es vom Rind wäre. Sheldon, wann lässt euer Vermieter endlich den Fahrstuhl reparieren? Ich weiß nicht. Erst kürzlich haben wir darüber gesprochen, ihn in ein Raketensilo umzubauen. Ihr Sohn ist davon überzeugt, dass wir einen Präventivschlag gegen Burbank führen müssen. Besser erwischen wir sie, bevor sie uns erwischen.
Seht nur, wer da endlich hier auftaucht. Raj, was machst du hier? Ich konnte euch nicht finden, da habe ich mir 6 neue Freunde angelacht. 3 sind leider schon tot. Mom, du erinnerst dich an Rajesh? Natürlich, Rajesh, meine Mutter. Mrs. Cooper, schön, Sie wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch sehr, Sie wiederzusehen. Ich dachte, es wären unsere Farbigen, die gelegentlich Alkoholprobleme haben. So was sagen wir hier auch nicht. Ich mache Ihnen eine Liste. Oh, das wäre wirklich edel von dir. Und Raj, welchen Kummer versuchst du im Alkohol zu ertränken? Keinen, mir geht's gut. Ach ja. Nein. Das dachte ich mir. Sag schon, was dich bedrückt. Ich bin so einsam. Oh ja, wir werden allein geboren und wir sterben allein. Die Tragödie der Menschheit. Raj, entschuldige jetzt bitte meine Mutter. Sie will mir nämlich einen Pekan-Nusskuchen backen, der so gut wird, dass ich fast vergesse, dass sie mir das Brathähnchen vorenthalten hat. Sheldon! Dein Freund leidet gerade. Was tun wir, wenn jemand leidet? Ein heißes Getränk anbieten. Und wenn er sturzbetrunken ist, bieten wir welches Getränk an? Kaffee. Und wie bieten wir ihn an? So, jetzt hörst du mal zu. Ich weiß, du hast das Gefühl, dass du niemanden für dein Leben finden kannst, aber es gibt für jedes Schloss einen Schlüssel. Bei uns gab es ein Mädchen, das im Supermarkt gearbeitet hat. Groß, eine sehr groß gewachsene Frau. Sie hätte Gänse im Flug fangen können. Sie dachte, sie findet nie einen Mann. Doch dann eines Tages, wer hätte das gedacht, spielten die Harlem Globetrotters in unserer Stadt. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute reist die Frau durch die Welt mit einem Halbprofi-Basketballspieler und 2 wunderhübschen, gemischtrassigen Babys. Ich habe nicht viel verstanden, weil ich alles im Nebel sehe, aber Ihr Tonfall klingt beruhigend und jetzt geht's mir besser. Heute gibt's wohl keinen Pekannusskuchen, was meinst du? Willst du ein paar Kekse? Doppelte Füllung? Nein, die einfache. Ja, tritt doch auf den, der am Boden liegt. Ich bin froh, dass wir endlich gemeinsam etwas unternehmen, nur wir 2 allein. Na klar, das Erste, was einem im Urlaub richtig fehlt, ist Wäsche waschen. Na, vorsichtig, nimm nicht zu viel Weichspüler. Du weißt, wenn meine Kleidung zu weich wird, werde ich müde. Ja, also das hat mir auch gefehlt, wenn ich wasche und du daneben stehst und mich kritisierst. Das ist doch schön, was? Mrs. Cooper, hallo! Oh, hallo, Schätzchen! Sheldon, du hast mir nicht gesagt, dass deine Mutter kommt. Es hat in meiner wöchentlichen E-Mail gestanden. Zwischen die rote Beete-Saison ist endlich da und oh oh, roter Stuhl von roter Beete schürt Krebsängste. Und wie geht es bei dir so? Gut, gut. Wie ich höre, hat Leonard eine neue Freundin. Wie kommst du damit klar? Oh, sehr gut. Es ist ja schon ein Weilchen her und ich komme viel unter Leute. Dazu mal eine Frage, wenn du unter Leute gehst. Ziehst du dann sowas an? Das sieht an mir echt süß aus. Das Top hat sich nur wegen der Drinks, die ich spendiert kriege, 10-fach bezahlt gemacht. Ja, Penny hat eine Menge Geld in Schlampen-Futures angelegt. Ist es im Bereich des Möglichen, dass du deswegen keinen jungen Mann findest, bei dem du zur Ruhe kommen kannst, weil du die Jungs andauernd umsonst Achterbahn fahren lässt? Oh, sie dürfen ja nicht immer gleich Achterbahn fahren. Manchmal kriegen sie auch nur eine Runde wilde Maus. Ich wollte heute wieder ausgehen. Wäre es verrückt, sie zu bitten, sich anzusehen, was ich anziehen könnte? Oh nein, natürlich nicht. Und halte dich bloß nicht zurück. Als ich in deinem Alter war, hätte man mich für eine Autofahrt und eine Flasche Erdbeerwein haben sollen. Ja, also das kommt nicht in meinen wöchentlichen E-Mail-Bericht. Und im Frühjahr darf ich rauf zur internationalen Raumstation fliegen. Du meine Güte, eine Reise in den Himmel. Und falls du mal für immer dorthin willst, hätte ich ein gutes Buch für dich. Danke, aber ich sehe jährlich das Charlie Brown Weihnachtsspecial und verstehe den Hinweis. Ich wette, deine Mom ist sehr stolz auf dich. Nein, sie sagt, wenn ich nicht die Finger davon lasse, tritt sie in einen Hungerstreik. Es würde 2 Jahre dauern, bevor ihr dadurch eine Gefahr droht, aber dennoch. Ich hab für morgen für uns was Ausgefallenes, Mom.
Ich gehe mit dir zu einem Vortrag von Saul Perlmutter über seine mit dem Nobelpreis bedachte Arbeit zur Expansion des Alls. Und das Beste daran ist, dass ich für die anschließende Diskussion ein paar Fragen notiert habe, die ihn zur Verzweiflung bringen werden. Ich weiß ja nicht, ich würde eher zu einigen Sehenswürdigkeiten fahren. Was ist sehenswürdiger als dein kleiner Junge, der einen Nobelpreisträger bloßstellt? Aber ja, Sheldon, wir fahren mit deiner Mutter zum Hollywood-Zeichen, ins Wachsfigurenkabinett, zum Walk of Fame. Und machen einen Abstecher zum Rodeo Drive. Nein, ich kann keine $12,000 für eine Handtasche bezahlen. Aber es kostet ja nichts, diejenigen, die es tun, mit rechtschaffener Verachtung zu betrachten. Was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Ich sage, hört mal auf damit, den Besuch meiner Mom unentwegt zu ruinieren mit eurem Sushi, eurer Traurigkeit und euren Schlampenshirts. Schluss damit! Nein, er redet nicht von deinem Shirt. Dein Shirt ist in Ordnung. Die sind richtig lecker. Der Trick bei Pfannkuchen ist das Schweineschmalz. Ich mache damit alles. Echt alles? Haben Sie keine Sorge um Ihre Gesundheit? Ach, die Ärzte ändern doch ständig ihre Meinung. In der einen Woche ist Schweineschmalz schlecht für uns, in der nächsten kriegen wir nicht genug davon. Guten Morgen, Charlie. Mom, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen für mein Benehmen von gestern. Entschuldigung angenommen. Gut, also, du wirst begeistert sein vom Perlmutter-Vortrag. Also, er wird zwar erklären, dass das Universum viel älter als 6000 Jahre ist, aber du kannst dir die Finger in die Ohren stecken und an dieser Stelle ein erbauliches Kirchenlied summen. Ich mach dennoch die Stadtrundfahrt mit deinen Freunden. Aber ich hab mich entschuldigt. Und das war nicht leicht für mich, weil ich nichts falsch gemacht habe. Shirley, als du aufgewachsen bist, habe ich oft genug mit dir in staubigen Vortragssälen herumsitzen müssen. Ich will mir die Sehenswürdigkeiten ansehen, also iss ein paar Pfannkuchen, zieh dich an und komm mit uns. Ich komme nicht mit und du kannst mich nicht zwingen. Du hast recht, kann ich nicht, wünsche einen schönen Tag. Dann bleibe ich hier stehen, bis du es dir anders überlegt hast. Tja, dann wirst du wohl den ganzen Tag hier stehen. Ich nehme mal meinen Schweineschmalz und setz mich da drüben hin. Ich kann es nicht fassen, dass meine Mutter mich im Stich lassen will. Aber ich hab dich nicht im Stich gelassen. Dich im Stich zu lassen würde bedeuten, dich in einem Korb auf den Stufen einer Kirche auszusetzen. Ich fahre nur nach Hollywood und danke einem Ronald Reagan aus Wachs für seine großen Verdienste für unser Land. Dann stehen wir wohl an einem Scheideweg hinsichtlich unserer Beziehung. Ja, das ist wohl wahr. Entschuldigung. Sirup. Also gut, Mom. Wenn du im Museum der unglaubhaften Kuriositäten bist und sie haben ein Exponat über eine Mutter, die die Chance vertut, einen Tag mit dem wunderbarsten Sohn der Welt zu verbringen, dann glaub es, denn es ist wahr. Nein, ich hab noch nicht... Der Vortrag war reinste Zeitverschwendung. Da habe ich ja präzisere Diagramme über die Ausdehnung des Universums an die Kinderzimmerwand mit dem Inhalt meiner Windel gekritzelt. Wirst du krank? Nein, ich bin nur allergisch gegen Typen, die den Nobelpreis ohne triftigen Grund erhalten. Sheldon, ist es möglich, dass deine miese Stimmung oder, um es zeitgemäß zu sagen, dein Angepisstsein nur deswegen ist, weil deine Mutter dir nicht den Vorzug gibt? Nein. Oder um es zeitgemäß zu sagen, nee. Ganz sicher? Die Mutter-Kind-Bindung ist der Grundbaustein der Primatenpsychologie. Da hätten wir es wieder. Es läuft immer alles auf Affen bei dir hinaus. Affen, Affen, Affen. Sheldon, wir sind alle bloß Tiere. Und obwohl es Aspekte an dir gibt, die außergewöhnlich sind, bist du, wenn es um Emotionen und Beziehungen geht, wie jeder andere auch. Soll das heißen, meine emotionalen Probleme unterscheiden sich in nichts von denen von dummen Menschen? Untersuchungen zeigen, dass weniger Intelligente mit ihren Emotionen besser klarkommen, weil sie nicht so viel darüber nachdenken. Oh. Rötest du wirklich keine Erkältung aus? Oh ja, eine gewöhnliche Erkältung, genau wie alle anderen. Das würde dir so passen. Oh, die ist ja ganz nett. Naja, für euch Rosenkranzrassler. Mrs. Cooper, wir sagen Katholiken und nicht Rosenkranzrassler. Meine Güte, es ist ein Wunder, dass die Menschen in Kalifornien überhaupt noch was sagen dürfen. Das ist die schlimmste Hollywood-Tour aller Zeiten. Was sollen wir tun? Sie wollte Kirchen sehen. Hey, die haben doch Wein hier, oder? Solche Bauchmuskeln haben unsere Götter nicht. Ja, das ist der letzte Jude, der noch Sit-Ups gemacht hat. Und wo hat's hingeführt?
Da wir schon hier sind, könnten wir alle doch ein Gebet sprechen. Gebet der Kirche, was in die Kirche gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr... Es ist ganz leicht. Ich zeig euch, wie es geht. Hier ist Mary Cooper. Ich bin heute in Gomorrah, Kalifornien. Ich möchte dir danken für den Segen in Gestalt meines kleinen Shelleys. Und ich danke dir auch für die Stärke, die du mir zukommen lässt, dafür, dass ich ihn nicht mit meiner Bibel verprügle. So, dann, Penny, bist du dran. Okay, hey Gott, was geht ab? Mir geht's gut, aber es wäre eine Hilfe für meine Familie, wenn du meinen Bruder davon abbringst, Meth zu kochen. Aber keine Cops, bleib cool. Sie übertreibt es auch ein bisschen mit deinem Grundsatz, liebe deine Nächsten. Hilfreich wäre das Gespräch, das du mit Maria Magdalena hattest. Leonard, du bist dran. Weinberg anschließend. Okay, ich fürchte, es ist vermutlich zu spät, dich zu bitten, mich etwas größer zu machen. Oh, wenn du mir ein bisschen bei meiner Freundin helfen könntest, sie ist in Indien. Das wäre echt toll. Es geht also doch um ein Mädchen. Wie es aussieht, haben wir beide uns in dem Punkt geirrt. Was ist mit dir? Was? Ich? Nein, danke. Mir geht's gut. Ich versuche nur angestrengt nicht in Flammen aufzugehen. Rajesh? Er sagte, er hätte Probleme damit, die letzten 2,5 Kilo zu verlieren. Ich hab gedacht, er nimmt das nicht mit Frauen reden können. Ja, nein, jeder hat nur einen Wunsch. Sehen Sie sich nur uns zwei an. Ich, ein hochangesehener Physiker. Ein Verstand, wie er nur einmal, vielleicht zweimal pro Generation vorkommt. Sie, der einfache Mann. Müde von seiner Arbeit als ein Börsenmakler oder Staubsaugervertreter oder Stiefelputzer. Aber tief in unserem Inneren sind wir wohl gleich zwei Erbsen in einer Schote. Eine gewöhnliche Erbse und eine, wie sie vielleicht ein-, zweimal pro Generation auftritt. Ach, Regen. Noch so ein großer Gleichmacher. Er fällt gleichermaßen auf die Köpfe der Genialen und der Unscheinbaren dieser Welt. Besserwisser. Oh, Mrs. Cooper, das duftet ja gut. Lass dir eins gesagt sein. Der wahre Weg, einen Mann zu kriegen, führt über eine mit Käse überbackene Pilzcremesuppe. Er wird zwar nur 50, aber seine Liebe wird echt sein. Ich brauche ein Taschentuch. Das hier ist nass. Hier. Danke. Ja, ich habe heute etwas lernen können. Du und ich... Wir sind uns in so vielem gleich. Ja, abgesehen von Intelligenz und dem, worauf es wirklich ankommt. Schätzchen, bist du krank? Das hoffe ich doch, denn wenn das gesund ist, ist das Leben nicht lebenswert. Schätzchen, du bist ja glühend heiß und musst sofort ins Bett. Okay. Keine Sorge, Mama ist ja da und kümmert sich um ihr Baby. Nur um das klarzustellen, nur um ihr Baby und nicht um die anderen Menschen hier. Natürlich. Kann ich Tee mit Honig und Toast mit abgeschnittener Kruste haben? Du kannst haben, was du willst. Danke, Mom. Du bist die Beste. Das letzte Mal, als ich dich damit eingerieben habe, hattest du noch keine Haare auf der Brust. Ich weiß. Sie sind im letzten Jahr gekommen. Ich konnte bei diesem Besuch noch nicht viel Zeit mit dir verbringen. Und wessen Schuld war das? Deine. Sheldon, du bist keine 8 Jahre mehr. Wir müssen zu einem anderen Verhältnis kommen. Nein, wozu das? So wie es ist, funktioniert es gut. Schätzchen, du bist ein erwachsener Mann. Ja, aber vielleicht gehöre ich zu einer neuen Spezies, die hunderte von Jahren lebt. Das würde dann bedeuten, dass ich noch ein Kleinkind bin. Ach, wäre ich doch nur mit dir nach Houston gefahren.
Singst du denn auch nicht mehr das Katzentanzlied? Doch, ich werde dir immer das Katzentanzlied vorsingen. Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem Bein. Mrs. Cooper, wann muss eigentlich der Kuchen aus dem Ofen? Raus hier! Das war aber unhöflich. Ich weiß, aber er meint es gut. Sing. Kam ein Kater, sah das. Willst du mich ärgern, Mom? Von Beginn an. Das ist das, was ich gemeint habe. Guck, die Katze tanzt für sich allein, tanzt auf einem